König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela, bei mir ist der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Ebenfalls bei mir ist die großartige Julia. Hallo Julia. Sehr Hallo, schön, dass du Dela. Dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Hi. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, die Julia kennt ihr vielleicht aus den letzten Family and Friends Folgen. Heute das erste Mal, glaube ich, in einer regulären Folge, richtig? Das zweite Mal. Das zweite Mal. Die erste war der Buick. Ah, natürlich. Du hast vollkommen recht. Also du hast so ein bisschen mit Autos, kann das sein? Eigentlich nicht. Das habe ich ja auch bei der Buick gesagt, aber Mr. Mercedes, total mein Ding. Aber okay. Darüber reden wir ja noch. Okay. Und bei mir ist außerdem der großartige Flo. Hallo Flo, es ist wunderschön, dass du dabei bist. Guten Abend, Dela. Schön, dass wir heute wieder aufnehmen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das schön finde. Also die Aufnahme schon. Aber wir reden heute über Mr. Mercedes. Und naja, diese Aufnahme hat nicht umsonst mehrere Monate gedauert. Flo, möchtest du uns etwas über dieses Buch erzählen? Ja, gerne. King hat dieses Buch nämlich schon seit längerem angekündigt gehabt. Und er wollte erst eine Kurzgeschichte aus der ganzen Sache machen. Das ist ihm dann nicht so ganz gelungen mit über 500 Seiten. Aber es ist dann tatsächlich am 3. Juni 2014 in den USA erschienen. Im September 2014 dann in Deutschland. Der Titel ist hier wieder Mr. Mercedes. Und die Verlage, und zwar wirklich so international, haben große Werbekampagnen für dieses Buch gefahren. Das hatten wir so auch noch nicht. Also es gab ein Video oder mehrere Videos, die extra hergestellt wurden. So zum Beispiel in Großbritannien, das Video findet man auch noch auf Vimeo. Da gibt es mehrere Trailer, in denen Figuren aus anderen King-Büchern, unter anderem Danny Torrance, Werbung für dieses Buch machen. Okay. Ja, es gibt den Regenschirm, der auf dem Cover ist, zumindest in sehr vielen Varianten des Buchs, der wurde in verschiedenen Ländern tatsächlich auch so produziert, mit dieser Aufschrift Stephen King, Mr. Mercedes und den Blutstropfen, und wurde verkauft, unter anderem Niederlande, ich glaube Polen, Großbritannien auch. Und es wurden viele Ausschnitte aus dem Buch, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, auf unterschiedlichsten Quellen veröffentlicht, mal als Text, mal Auszüge aus dem Hörbuch. Also, die haben sich tatsächlich einiges einfallen lassen. Ja, was ist denn Mr. Mercedes überhaupt? Mr. Mercedes ist der erste Teil einer Trilogie und der erste Teil eines Zyklus, die uns jetzt bevorstehen. Und es markiert so den Einstieg in eine neue Ära des King-Werkes. Mhm. Ja, es ist ein Krimi. Das hatten wir so bis jetzt zwar schon, aber ich glaube, in dieser Form noch nie wirklich. Mhm. Ja. Ihr hört, Dela ist begeistert. Ja. Gib mir mehr. Ich kann es nicht erwarten, die anderen zwei Teile zu lesen. Ja, wir werden sehen. Die sind schlechter, also erwarte ich, dass sie dir gefallen. Aber bevor wir jetzt da richtig einsteigen, erzählt uns Jonas erstmal, worum es geht. Im Jahr 2009 fährt ein Unbekannter mit einem gestohlenen Mercedes in eine wartende Menschenmenge und tötet dabei 8 Menschen und verletzt viele weitere. Ein Jahr später meldet sich der Täter dann per Brief bei dem inzwischen pensionierten Bill Hodges, der die Ermittlungen in dem Fall leitete, den Täter aber nie fassen konnte. Als Leser erfahren wir, dass der Mörder, der Mr. Mercedes genannt wird, den Plan hat, Hodges in den Selbstmord zu treiben, so wie er es bereits mit der Besitzerin des Mercedes getan hat. Hodges erhält allerdings eher Lebenswillen dazu, da er jetzt wieder eine Aufgabe in seinem Leben hat. Es entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, wobei Hodges noch Hilfe von einem Nachbarsjungen und Jane Patterson, der Schwester dieser verstorbenen Mercedes-Besitzerin, erhält. Die Geschichte gipfelt dann darin, dass Mr. Mercedes einen Bombenanschlag auf Hodges verübt. Der erwischt stattdessen jedoch Jane.
Und als krönenden Abschluss ist noch ein Selbstmordattentat in einem Konzertsaal geplant. Der wird jedoch heldenhaft verhindert. Ja, und im Prinzip war es das auch schon. Okay, danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, wichtig ist, dass wir gleich am Anfang einen wichtigen Unterschied in der deutschen und in der englischen Version klären, weil es handelt sich hier um zwei verschiedene Modelle. Im englischen Original ist es nämlich ein Mercedes SL 500 und im deutschen haben sie es auf einen Mercedes SL 600 geändert, was insofern interessant ist, weil die technischen Daten sich tatsächlich unterscheiden. Und wahrscheinlich war denen das klar, dass ihnen im deutschen Markt das um die Ohren fliegt, wenn sie den Fehler einfach drin lassen. Dass du das als wichtigen Unterschied siehst, finde ich merkwürdig. Ja, weil argumentativ kommen wir da drauf noch, warum mir das wichtig ist. Ja, bin ich gespannt. Trotzdem, also das Auto ist so das letzte Problem, das ich mit dem Buch habe. Genau, nein, ich bin voll bei dir. Das Auto ist mein geringstes Problem. Das Auto ist nur ein Symptom. Aber okay, gehen wir anders an die Sache ran. Was mich interessieren würde, wie hat euch denn hier generell das Pacing gefallen? Weil es ist ja tatsächlich mal was anderes. Ich meine, ja, wir hatten schon Krimis, aber es ist ja doch auch auf längere Sicht angelegt, das merkt man dem Buch an, obwohl man ja, wie gesagt, angeblich sollte es ja eine Kurzgeschichte werden. Ich bin immer noch dafür, dass es eine gewesen wäre, aber egal. Wie hat euch das Pacing gefallen? Also ich fand das tatsächlich hier ganz gut. Also da hatten wir schon oft viel Schlimmeres. Es ist ein guter Einstieg, das hält die Spannung direkt hoch. Dann wird das so langsam macht die ganze Geschichte aufgebaut und am Ende haben wir einen Schluss. Und Längen oder sowas, oder dass er irgendwie was dann ja irgendwo ausufert oder irgendwo was abschneidet, was ich ja zum Beispiel im letzten Buch kritisiert habe, das ist mir jetzt hier nicht aufgefallen. Okay, Julia? Ja, ich musste eben nur ein bisschen schmunzeln bei Floß. Wir haben am Ende einen Schluss oder am Schluss ein Ende. Bei King ist das ja nicht immer gegeben. Generell, ich mag das Buch. Also, ich fand das an sich rund. Ja. Mhm. Jonas? Ja, ich finde auch, dass für ein Krimi ist es ziemlich gut geschrieben. Finde ich. Es ist halt mal was ganz anderes von King. Nichts Übernatürliches drin. Aber ja, ich habe jetzt so storymäßig wenig auszusetzen. Ich muss halt sagen, das Pacing war tatsächlich für mich ganz okay. Es war am Anfang für meine Verhältnisse sehr viel Plätschern, sehr viel wir lernen Leute kennen und Leute, die ich unsympathisch finde, die ich gar nicht kennenlernen will. Aber egal. Was es mir tatsächlich ein bisschen gerettet hat, ist, dass ich finde, die Schlagzahl und das Tempo zieht ja gewaltig an gegen Ende. Und das fand ich eigentlich ganz okay, dass er wenigstens das getan hat. Aber ich glaube, man merkt dem Buch massiv an, dass es so gedacht war, als wird es mehr als ein Teil werden. Ich glaube, das hat er beim Schreiben auch irgendwann schnell gemerkt oder wusste es schon. Wobei vermutlich, da kommen wir dann in den nächsten Teilen drauf, die Gewichtung wohl anders geplant war als das, was dann draus geworden ist. Okay, weil die anderen kürzer sind oder länger? Ich möchte es nicht spoilern. Okay. Also da kommen wir dann später drauf. Gut, reden wir über Spacing, haben wir abgehakt. Dann kommen wir zu der ganzen Thematik mit dem Mord mit einem Auto. Jetzt sind wir im Jahr 2024 inzwischen. Es gab zumindest in Deutschland, was ich mich erinnern kann, mehrere solche Fälle, wo das versucht worden ist in irgendeiner Form. Gab es da, glaube ich, auch Terroranschlagsversuche und Zeug und Sachen mit Autos. Da haben sie ja dann irgendwann angefangen, hier Wildpoller irgendwo hinzubauen und solche Scherze. Also, es scheint wohl tatsächlich so
dass das ein Ding ist. Ich bin mir jetzt nur gerade unsicher, kam ihm die Idee, nachdem er sowas schon gelesen hatte, dass sowas passiert ist, oder hat er es prophezeit? Ich kann dazu was sagen, aber der Flo hat Luft geholt. Nein, ich wusste, dass du das rausgesucht hast, erzählst du gerne. Weil ich dir das alles geschickt habe, ich weiß. Tatsächlich geht das zurück auf einen Unfall. Also in dem Sinne war das kein Terroranschlag, sondern geht zurück auf eine Reise von Stephen King, wo er irgendwie unterwegs war im Hotel und er hatte den regionalen Fernsehsender eingeschaltet und in den Nachrichten wurde darüber berichtet, dass auf einem McDonald's-Parkplatz wohl eine Frau mit ihrem Wagen in die wartende Menge gefahren ist, nachdem sie sich mit einer anderen Frau zuvor gestritten hatte. Und auch wie in Mr. Mercedes handelt es sich bei den Wartenden um Leute, die bei McDonald's einen Job haben wollen. Es waren sehr viele, die dort gestanden haben. Gott sei Dank ist meines Wissens zumindest niemand getötet worden. War jetzt auch nicht so wie in einem Buch, also mit richtig Anlauf und in die Menge rein, sondern das Auto stand zwischendurch, die Tür war offen, es waren schon Menschen an dem Auto dran und dann hat die nochmal Gas gegeben und ist in eine Menge rein und ist dann auch nochmal rückwärts gefahren. Die Bilder sind ziemlich drastisch, man kann sie noch im Internet finden, aber das war wohl die Geburtsstunde zu der Idee, Mr. Mercedes zu schreiben. Okay. Mhm. Ja, so viel dazu. Also es hatte mit dem, was wir dann in den 2010ern so erlebt haben, gerade in Europa mit den Anschlägen, mit den Wagen, nicht unbedingt was zu tun in dem Sinne. Also wie gesagt, es war ein Streit, die Grundlage des Geschehens. Mhm. Okay. Dann würde ich gerne mit euch darüber reden, wie findet ihr es denn überhaupt, dass wir hier jetzt mal einen Krimi haben wieder? Ich meine, der letzte Krimi, den wir hatten, war Colorado Kid, glaube ich. Colorado Kid und wir hatten noch, ja, der kommt drauf an. Noch Qual, glaube ich, hieß er, oder? Qual, Qual, ja. Doch, ich verwechsel ja auch immer Qual, ja. Und Joyland ist ja auch in der Hard-Case-Crime-Reihe erschienen, aber den würde ich auch nicht als Krimi bezeichnen. Wir haben das zwar auch eine Mörderjagd, aber das ist dann doch eher wirklich eine Geistergeschichte gewesen. Ja, es hat mich auch verwundert, dass die Geschichte dann eben nicht bei Hard Case Crime oder sowas erschienen ist, sondern wirklich ganz regulär als der neueste große Stephen King Roman. Aber so im Großen und Ganzen, ich habe nichts gegen Krimis, wenn sie gut sind. Also gerne. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt das, wofür ich King lese, aber seien wir ehrlich, wir hatten auch schon andere Geschichten ohne das Übernatürliche. Wie, sagen wir mal, die Leiche. Das hat er auch gut gemacht. Also, warum nicht? Das ist jetzt für mich eigentlich die entscheidende Frage. Dieses Buch hat für mich wahnsinnig viele Probleme, auf die ich alle eingehen werde. Aber den reinen Krimi, den reinen, da passiert was, es gibt einen Polizisten, der das aufklären will. Die Hinweise, die Vorgehensweise, dies und das. Fandet ihr das gut umgesetzt? Schon. Es gibt immer in jedem Krimi ein paar Negativpunkte, aber im Großen und Ganzen ja. Okay. Ja, dem würde ich mich anschließen. Weil auch da muss ich sagen, auch den Krimi-Teil, der war nicht das Problem, was ich mit diesem Buch hatte. Ich hatte sehr viele Probleme mit diesem Buch, das war keins davon. Ich gebe zu, ich fand es nicht sonderlich spannend. Ich gebe zu, ich habe mich auch über Dinge gewundert oder hat Dinge vorausgesehen, wo ich sagen muss, ja, okay, das weiß man vielleicht auch nicht unbedingt so im Durchschnitt. Gerade solche Fragen wie hat er dieses Auto aufbekommen, das war mir eigentlich schon vornherein klar. Dann die ganze Thematik mit dem Airbag, warum da überhaupt dieser Airbag nicht ausgelöst hat und so weiter und so fort. Na, also, ja, das sind Nicklichkeiten, über die kann ich hinwegsehen, auch wenn sie mir auf den Sack gegangen sind. Aber alles andere an diesem Buch ist schlimm. Es ist eine gute Idee, es hätte ein gutes Buch sein können und da macht es wieder mit Nicklichkeiten kaputt. Kommen also, wir, Julia? Darauf bin ich sehr gespannt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Buch ausgesprochen gut, gerade was gewisse Hintergründe anbelangt. Also deswegen, ich
bin wirklich gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Ich würde sagen, damit wir schon mal anfangen können, darüber zu reden, müssen wir in die Charaktere gehen. Und genau. Da ist für mich schon mal grundsätzlich die Frage, jetzt mal ohne auf den einzelnen Charakter einzugehen, aber wie fandet ihr die gezeichnet? Weil für mich war das Hauptproblem, dass wir hier versuchen, eine... Also er war sich, glaube ich, nicht einig, ob er eine Schwarz-Weiß-Zeichnung haben will oder ob er in diese Schwarz-Weiß-Zeichnung plötzlich Graustufen reinbringt, die er aber vorher im Konzept gar nicht drin hatte. Ich glaube, das hatte er im Konzept drin. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, den wir noch ansprechen werden, dass es von Schwarz-Weiß zur Farbe wird. Und vielleicht nimmt dir das auch ein bisschen den Wind aus dem Segel, aber fang du erst mal an. Das ist bei mir tatsächlich... Ich glaube auch, dass er das vorhatte, da unterschreibe ich vor. Ich glaube nur, es ist ihm nicht gelungen, dass es von Schwarz-Weiß zu Farbe wird. Ich weiß nicht, ob es von Schwarz-Weiß zu Farbe direkt ist. Für mich... zumindest das, was ich dort rausgelesen habe, in dem Stadium der Trilogie, würde ich sagen, es ist von Schwarz-Weiß hin zumindest zu Grau. Für mich ist das ein absolutes Übergangsbuch, was symbolisch über eine Übergangszeit eigentlich steht. Hin von diesem Schwarz-Weiß über das Grau hin zu etwas, was bunter ist. Jonas, Meinungen? Nee, ich glaube, ich habe hier das mit dem Schwarz-Weiß und Grau nicht. Na, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir gehen mal in den ersten Charakter rein. Das ist unser Buller. Rogers. Richtig? Rogers. Genau. Er fängt ja an als der klassische Durchschnittsbuller, voll von sich überzeugt, voll von seinen Methoden überzeugt. Alles gut, alles schick. Aber eben in diesem tiefen, depressiven Loch, weil er jetzt durch sein Karriereende eben, ja, sich nutzlos fühlt, dies und das. Die Depression fand ich gut gemacht. Die hat mir wirklich gefallen, die hat sich gut angefühlt. Das hat dem Charakter eine gewisse Tiefe gegeben, das war alles schön und gut. Und dann kommen wir an den Punkt, dass er anfängt, dadurch er von unserem Mörder, quasi mit seinen Briefen quasi zurück in den Dienst geholt wird, in offizieller Weise, dass er ja anfängt, langsam die Fehler, die er in der Ermittlung gemacht hat, für sich selbst zu hinterfragen. Das würde dem Charakter Tiefe geben, wenn er nicht aber dazu übergehen würde, eben genau dieselben Fehler dann weiter und weiter und weiter durchzuziehen. Es gibt hier wieder keinerlei persönlichen Wachstum, meiner Meinung nach. Und es regt mich auf. Also nee, da würde ich dir widersprechen. Ich sehe hier tatsächlich eigentlich sogar eine recht starken Anfang für eine Entwicklung. Liegt vielleicht auch daran, dass ich halt den Rest der Trilogie kenne. Eben, das ist mein Punkt. Genau. Das kann natürlich da mit reinspielen. Aber dieser Charakter, wir haben am Anfang wirklich, wie du sagst, das ist so dieser ganz klassische Noir-Bulle. Er macht seinen Job, er macht ihn nicht unbedingt gut. Und er wird in was reingezogen. Das mit seiner Vergangenheit zu tun, das ist eine ganz klassische Geschichte. Und das verändert ihn. Also gib mir mal einen Punkt in dieser Geschichte, ich rede jetzt von diesem Buch, in dem er sich ändert, in dem er Dinge besser macht plötzlich. Ein einziges Beispiel. Puh, warte mal, lass mich überlegen. Also du hast ja selbst gesagt, er sieht seine Fehler und er sieht seine Fehler ein. Ja, dass er die wiederholt. Er behebt sie nicht, genau. Nein, er behebt sie nicht, aber er wiederholt sie auch nicht. Doch. Weil das fängt schon damit an, zum Beispiel, einerseits dieses ganze Ding von, er hat der Frau, der das Auto gehört, nicht geglaubt. Na, weil Weiber. So, okay. Gut, das Thema Weiber werde ich dann an anderer Stelle gleich weiterschreien, aber egal. So. Dann kommen wir zu dem Thema... Bestes Beispiel, als er noch im Dienst steht,
Und sie verhören diese Besitzerin des Mercedes zum ersten Mal. Es wird direkt gesagt, sie sagen der Autobesitzerin nicht, dass Leute gestorben sind in dieser Situation. Er wirft ihr aber gleichzeitig vor, dass sie die Situation nicht ernst nimmt. Was sie ja gar nicht weiß, was die Situation ist, demzufolge kann sie sie nicht ernst nehmen. Das hat mich schon mal aufgeregt. Okay. Aber wie gesagt, er versteht das im Laufe des Buches, dass das vielleicht doof war, dass das nicht so richtig das Sinnvollste war, was er da getan hat. Er versteht das. Aber die Tatsache, dass er am Ende nicht zu seinem Kollegen geht, ja, natürlich, er hat den Fehler erkannt, dass der Kollege genauso ein Arschloch ist. Aber dass er sein Ego nicht überwindet und diese Ermittlung dann tatsächlich auch in irgendeiner Form abgibt, bevor in diesem theoretischen Konzert tausende Menschen sterben. Nein, ich bin der Superbulle. Ich muss das selber machen. Und das ist halt der Punkt, wo ich sagen muss, nein, das ist kein Wachstum. Das ist genauso ein blindes Rindvieh wie er vorher war. Da würde ich kurz mal einhaken, weil für mich ist jetzt das Vorgehen am Ende der drei in Bezug auf diesen Anschlag beim Konzert, um den zu verhindern, steht auf einem anderen Blatt als jetzt zum Beispiel das genannte Beispiel mit Olivia Trelawney und dem Umgang mit ihr. Denn ja, er wiederholt diesen Fehler tatsächlich, da gebe ich dir recht, aber es wird ihm bewusst. Und da haben wir eine Entwicklung. Also er macht das genau wieder mit der Nachbarin, dieses, diese krude Frau. Wieder ist es eine Frau, die er irgendwie unsympathisch findet oder irgendwie eigenartig und lässt sich da auch von dem Nachbarn belabern. Da haben wir wieder diese Zwei-Männer-Konstellation, dass dieser Pete, also sein Partner, da wesentlich Forscher auch rangeht bei der Trelawney. Das kommt in dem Buch ja auch sehr gut raus. Hodges hat mitgemacht, keine Frage. Ja, auch hier wieder, er lässt sich darin bestätigen von einem Mann, der eine vorgefertigte Meinung hat und übersieht dabei das wichtigste Detail. Und er merkt es dieses Mal und reflektiert auch im Laufe des Buches darüber, dass er es wieder gemacht hat und dass es wieder ein Fehler gewesen ist. Und dahingehend, er legt nicht gleich alles ab, was auch irgendwie unrealistisch wäre, aber es fällt ihm auf. Und dass er jetzt seinen Partner nicht in Bezug auf die Trelawney da irgendwie größer nochmal nachträglich, also nee, die Hölle heiß gemacht hat. Okay, gut, dann deswegen, also dahingehend sehe ich schon eine Entwicklung. Was das am Ende sein sollte mit wir drei stürmen da die Halle, ist nochmal ein anderes Thema, finde ich zumindest. Nee, eben nicht, weil genau das ist das Problem. Nein, das ist das Klischee in jedem dieser Krimi-Thriller. Stell dir mal vor, der Held erfährt, es passiert was Schlimmes und ruft die Polizei und geht nach Hause. Ja, aber dann das ist doch keine Handlung. Ja, aber diese Noir-Helden haben keine Persönlichkeitsentwicklung. Die sollen auch keine haben. Ja, darum geht's noch. Hier wird so getan, als hätte er eine. Verstehst du? Das ist mein Problem. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Ja, machen wir mal weiter mit den Figuren, oder? Ja, kommen wir zu unserem Entschuldigung. Genau. Ja, ich wollte auch sagen, nehmen wir jetzt als nächstes mal den guten Brady. Also unseren Bösewicht. Ja, ich finde ihn gut gemacht. An ihm habe ich tatsächlich Spaß gehabt. Er ist kein... Wie soll ich denn sagen? Er ist kein übermächtiger Bösewicht, wie wir sie ab und zu mal bei King haben. Er ist aber auch kein völlig unfähiger Bösewicht, wie wir sie auch bei King haben. Ich fand die Beziehung mit der Mutter anstrengend, aber akzeptabel. Das ist für eine King-Geschichte irgendwie so, was müssen wir da reinbringen? Sehe ich alles ein. Habe ich tatsächlich viel Spaß dran gehabt. Bis auf den Punkt mit seiner Vorgeschichte, mit dem Bruder. Das ist aber auch wieder das Problem, was ich halt nicht mit dem Charakter habe, sondern was darüber, über den Charakter, über Bande wieder kommuniziert werden soll. Ja, bitte? Ich glaube, das war nur so ein Gosch, oder? Ach so, okay. Ich dachte, das war ein demonstratives Räuspern. Was du meintest, da habe ich nochmal eine Nachfrage. Und zwar dieses, was es über ihn sagt mit dem Bruder. Kannst du das noch genauer erläutern? Da das ein eigener Schreikrampf wird gleich. Okay, alles klar. Zu Brady selbst
stimme ich dir zu. Ich finde ihn als Gegenspieler äußerst gelungen. Genau, dass er ist nicht übermächtig, hat aber echt was auf dem Kasten. Gleichzeitig dieser massive, ja eigentlich schon Narzissmus, also er hält sich ja schon für überlegen. Und man soll ihm gefälligst auch die Aufmerksamkeit widmen, die daraus resultierenden Fehler dementsprechend. Diese Geschichte mit der Mutter fand ich im Zuge der damaligen Diskussionen, also in den 2010ern, äußerst spannend, dass Stephen King das reingebracht hat, weil damals war es tatsächlich so, dass dieses Tabuthema, dass nur quasi Väter oder Onkel, ne, also männliche Anverwandte Kinder missbrauchen. Ich fand es gut, also damals wurde ja mit diesem Tabu gebrochen, es gab Studien dazu, inwieweit Mütter oder Tanten auch zu Täterinnen werden, wie hoch da der Anteil ist, das ist dann wieder so ein bisschen abgehebt, nachdem es so einen Hype gab, aber Stephen King hat es mit reingenommen, es ist wieder so ein Zeitgeist-Thema, es war ein Gegenwartsthema und zum anderen auch dieses weg von nur die Männer. Ja, genau. Der Missbrauch scheint, ist ein anderer, durchaus, aber es ist ein Missbrauch, der stattfindet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Frauenfiguren in dem Buch, das finde ich alles ziemlich gut, was Stephen King gemacht hat. Und ich finde, das zieht sich auch durch und man merkt es auch in späteren Büchern, dass er sich mit Frauen scheinbar anders beschäftigt hat, um sie darzustellen. Also, zumindest böse Menschen könnten jetzt sagen, dass King plötzlich in der Lage ist, Frauen zu schreiben, die böse Dinge tun. Vor allem Mütterfiguren, die mindestens zweifelhaft sind. Das ist jetzt wenig, dass King Frauen schreiben kann, als vielmehr, dass King sehr viel Spaß hat, schlechte, bösartige Mütterfiguren zu schreiben. Ich meinte das so allgemein gesprochen in Bezug auf die Frauenfiguren. Jetzt nicht nur auf böse Mütter, sondern generell die Frauenfiguren in dem Buch oder was auch teilweise danach gekommen ist, habe ich zumindest für mich eine Veränderung gesehen. Ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, wie dann das Ende mit Brady ist, das war mir ein bisschen, ja, aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten fand ich Brady als ja, Gegencharakter sehr gelungen. Okay, gehen wir, Flo, was sagst du? Ja, ich wollte nur sagen, also Brady ist ja klar, auf eine Weise natürlich eine moderne Figur. Auf der anderen Seite ist er auch einfach ein Klassiker und auch seine Mutter, er ist Norman Bates auf 11 gedreht. Ja, ja. Es ist, also King hat sich hier meiner Meinung nach ganz klar an Psycho orientiert. Und ich sage das nicht als Kritik. Nee, ich mag Psycho und was Gutes zu nehmen und das auf eine eigene Art zu schreiben, das finde ich absolut legitim und es ist ihm hier gut gelungen. Ja, bin ich bei dir, unterschreibe ich. Gut, kommen wir zu dem Punkt, Dela muss rumschreien. Weil, also nicht, dass ich nicht schon die ganze Zeit eigentlich immer wie schreie, aber mein größtes Problem sind die Begleitfiguren in diesem Buch. Und zwar alle. Außer Holly. Aber ansonsten alle. Und selbst mit Holly habe ich Probleme. Wen haben wir als Begleitfiguren? Wir haben, heißt sie Janet oder heißt sie Jane? Janie. Also eigentlich heißt sie, Moment, ich habe mir doch alles aufgeschrieben, Janelle. Okay. Janelle Patterson, genannt Janie. Eine Frauenfigur. So. Jetzt sagst du, recht. Die Frauenfiguren in diesem Buch wären besser als gewöhnlich bei King. Erkläre mir Janie, bitte. Was soll ich dir an Janie erklären? Also ich weiß jetzt nicht, worauf du genau hinaus möchtest. Also für mich ist Jane eine bodenständige, eigenwillige Frau. Klar verhaftet noch in gewissen Klischees, die, glaube ich, da sind wir wieder bei dem Schwarz-Weiß, ihrer Generation geschuldet sind. Ob es das jetzt besser macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber alles in allem hatte ich jetzt kein Problem mit Janie, um ehrlich zu sein. Man muss jetzt dazu sagen, man sieht ja Janie meiner Meinung nach größtenteils aus den Augen, weil das ist nun mal unsere Perspektive, von unserem Superbullen. Unsere Superbulle hat ein Problem mit Frauen. Sind wir uns da erstmal einig? Jein. Das ist eine schöne Antwort. Jein. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ja,
im Blick jetzt auf diese Figur würde ich dir jetzt mal zustimmen. Ich rede nicht nur von dieser Figur. Ich rede davon, eben wie gesagt, wie sie die Besitzerin des Mercedes behandeln, wie sie später die Zeugen behandeln, also die Zeugin behandeln und so weiter und so fort. Wir reden darüber, wie er auch relativ, auch wenn er da schon etwas besser agiert, mit Holly umgeht am Anfang. Dieses ganze Paternalistische, das kotzt mich massiv an. Aber okay, das lassen wir mal einfach so stehen. So, dann haben wir den ganz klassischen Teenage-Horror-Trope, die Frau mit den fantastischen Brüsten. Erstens, wir müssen über Seiten immer wieder darüber kommentieren, was für fantastische, entweder natürliche oder operierte Brüste die Schwester hat, also Janie. Und natürlich kriegt er die Frau und natürlich darf er sie dann fühlen, weil natürlich ist jede Frau verfügbar, nur weil wir als Mann sie geil finden. Und natürlich, nachdem wir sie gefögelt haben, ist sie selbstverständlich diejenige, die in die Luft gesprengt wird. Weil das in jedem beschissenen Horror-Teenager-Film genauso passiert. Die Frau, die vögelt, stirbt. Das ist ein Naturgesetz. Jonas, ich glaube, wir machen irgendwas falsch. Also ich sehe es ein bisschen anders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht so gelesen wie du. Ja, klar, es ist halt aus Hodges Perspektive, ja. Und auch die Beschreibung ihres Körpers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eher so den Eindruck, wie so ein fernes Verlangen, etwas, was er halt nicht haben kann, was er toll findet und so weiter und so fort. Und dass es ihn beschäftigt, dass sich das Verhältnis zwischen den beiden dann ändert, haben wir ja schon angesprochen. Aber ich habe es jetzt nicht so gesehen im Sinne von, dass es jetzt darum geht, irgendwie die Frau dem Leser irgendwie genauer zu beschreiben, sondern dass man halt bei Hodges dabei ist und er halt sich auch nicht vorstellen kann. Ja, wir wissen, er ist 20 Jahre älter als sie. Wir wissen, er ist massiv übergewichtig. Ne? Und also er hat da auch Schwierigkeiten in Bezug auf sich. Und er kann sich einfach nicht vorstellen, dass so eine Frau, die er offensichtlich als äußerst attraktiv ansieht, etwas mit ihm anfängt und sie tut es trotzdem. Nicht, weil er sich so großartig anstellt oder so ein geiler Hengst ist oder so super. Es gibt ja ein ganzes Kapitel, wo es genau um diese Frage geht, um das Warum. Warum hat sich Janie mit ihm eingelassen? Und Janie ist auch diejenige, die das Ganze anstößt, die sehr dominant ist bei ihrem ersten Mal. Und von daher habe ich das schon etwas anders gelesen. Also nicht so, hey, der Superbulle, der jetzt hier die heiße Schnitte bekommt, sondern eher der zweifelnde Rentner-Cop, der sich seiner Defizite bewusst ist, der quasi aus der Ferne schmachtet und eine Frau, die sich entscheidet, hey, mit diesem Mann, er spricht mich, warum auch immer an, möchte ich ins Bett gehen und ich nehme das, was ich gerne hätte und ich hätte jetzt gerne ihn. So habe ich das gelesen. Okay, ich kann das akzeptieren. Da kommen wir aber zu dem Problem, was ich mit dem ganzen Buch habe. Die Grenze zwischen, ich sehe das ein, dass King das einem Charakter in den Mund legt, weil wir die Perspektive eines Charakters deutlich machen wollen. Und King macht einen Witz so oft mit verschiedenen Charakteren, dass ich davon ausgehen muss, der Witz ist der, den King macht. Und das ist eine dieser Szenen. Weil, ja, Hodges selbst ist überrascht, dass sie die Beine breit macht. Okay. Es klingt für mich aber trotzdem wieder so, wie die, um das böse zu sagen, Wix-Fantasie des 13-jährigen Stephen Kings mit seiner dicken Hornbrille und so weiter und so fort. Der weiß, er kriegt die scharfe Frau nicht, also kriegt er sie wenigstens im Buch. Okay, wo hast du das denn noch gelesen? Also, ja, wie gesagt, wir müssen halt über mehrere Seiten regelmäßig beschreiben, hat die echte Brüste, hat die operierte Brüste, ach ja, und der Arsch ist so nett und so weiter und so fort. Das reicht auch einmal, damit wir verstehen, dass der Typ ein sexistisches Arschloch ist. Nein, wir machen diesen Witz regelmäßig. Das nennt man Charakterfestigung. Das muss so sein. Ja, dazu müsste es aber erstmal einen Charakter geben. Hey, Sexismus ist auch eine Charaktereigenschaft, ja? bleiben wir beim Charakter, beim nicht vorhanden. Ja, warte mal, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, will ich auch noch was zu Janie sagen.
ich glaube, du schmeißt hier zwei Sachen auch durcheinander. Oder, ja, also ich trenne zwei Sachen wahrscheinlich mehr als du, nämlich die Figur und die Tropes der Geschichte. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, King hat hier, und auch das ist wieder keine Kritik, weil es gehört zu so einem Krimi dazu, er hat wirklich ganz viele Tropes, die man aus ganz vielen Geschichten kennt, genommen, hat sie hier eingebaut und deswegen landen die beiden im Bett. Ja, das darf muss ich so dazu, sein. Darf ich zu dem Trope was sagen? Okay. Ich wäre für den Trope voll dabei. Ich hätte das richtig geil gefunden, hätte es sich herausgestellt, dass sie mit dem Mörder in Verbindung steht in irgendeiner Form und Weise. Also, dass sie ihm geholfen hat oder irgendwas. Alleine schon nur, damit wir dieses Femme Fatale Trope aus dem Noir hier rüberziehen. Dann hätte das Ganze eine runde Geschichte ergeben. Dann hätte das Sinn gemacht, dass der die bumsen kann. Dann hätte das Sinn gemacht, was die so bombastisch beschrieben wird. Das hätte alles Sinn gemacht. Und wir hätten das Thema umgangen, wie ich schon sagte, mit dem Horrorfilm-Klassiker, dass die Frau, die die Beine breit macht, stirbt. Das hätten wir damit alles umgangen und es wäre perfekt gewesen. Aber nein, das machen wir nicht. Ganz, ganz kurz. Also, ich habe es auch wieder dahingehend anders gesehen. Warum? Ja, mit dem Noir, dann hätte sie quasi da irgendwie die richtige Femme Fatale sein müssen. Ist sie aber nicht. Und sie machen sich in dem Buch auch darüber lustig. Also sie sagt selbst, in einem früheren Film oder so, da wäre sie die Zigarrenverkäuferin in irgendeinem Nachtclub gewesen, die Böse. Genau. Also im Endeffekt ist es eine Verabschiedung dieser Zeit. Ja, also ist es weg davon. Ich habe auch, wenn später Hodge quasi über Janies Körper nachgedacht hat, ich fand, dass dass sich da die Erzählung schon geändert hat. Und ich habe dahingehend eher den Eindruck gehabt, dass er wirklich weg ist, so von diesem total oberflächlichen. Ja, natürlich bewundert er noch ihren Körper, aber da ist halt auch mehr und die Bewunderung hat sich geändert. Also ich hatte da schon eine Entwicklung gesehen, die du, Dela, jetzt wohl nicht so empfunden hast, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, in dem Punkt werden wir uns wahrscheinlich auch nicht einig werden. Legitim. Aber das Problem, was ich habe, wenn Flo sagt, als Rechtfertigung, die Trennung zwischen Charakter und Trope, sehe ich ein, ist ein vollkommen valider Punkt. Aber dann musst du halt dich entscheiden, willst du den Trope kultivieren oder karikieren? Und er macht beides gleichzeitig und es funktioniert nicht. Das sehe ich ein bisschen anders, weil ich das ganze Buch, ist für mich die Einleitung eines Abgesangs auf die alten Detektivgeschichten. Und ich glaube, das ist auch das, was wir am Anfang hatten, das Thema Schwarz, Weiß, Grau und Bunt, ja, dass hier etwas eingeläutet wird, was im ersten Blick ziemlich verwirrend aussieht. Aber wenn man sich alle Punkte anschaut, wo Anspielungen sind, wo Symbole verwendet werden, die darauf hindeuten, dass wir es hier mit einem massiven Generationsumbruch zu tun haben, spielt genau dieser Punkt eigentlich auch mit rein. Das sehe ich überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Nee, also ich verstehe, was du sagen willst. Ich akzeptiere den Punkt auch. Aber das ist was, das ist, wenn es drin ist, komplett an mir vorbeigegangen. Und genau das ist der Punkt, wo es für mich spricht. Ich glaube, da reden wir, glaube ich, nochmal drüber, wenn wir den dritten Teil gelesen haben. Vielleicht kannst du es dann eher einsehen. Der Wechsel ist für Julia und mich, die die ganze Trilogie kennen, offensichtlicher. Der Wechsel von dem klassischen Noir-Detektiv hin zu der neuen Art von Figur. Und das ist in diesem Fall Holly, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen. Und es sind wirklich viele, viele Punkte. Ich habe auch noch eine Liste, kommen wir auch noch später dazu. Ich will nur ganz klipp und klar sagen, ich habe nur den Kontext dieses Buches. Ja, ja. Na, das ist für den Hörer, Hörerin sehr wichtig, glaube ich. Weil ich muss. Natürlich habt ihr einen anderen Horizont jetzt als ich. Nee, nicht unbedingt. Stopp, Moment, ganz kurz. Dass ich die Trilogie komplett. Ich kann auch nicht mal sagen, gelesen habe, denn ich habe damals, ich glaube, Teil 2 und 3 bei YouTube in schlechter Qualität gehört. Und das ist schon, keine Ahnung, direkt nach Erscheinen gewesen. Und ihr wisst, wann die Bücher erschienen sind. Das heißt, ich kann mich auch nicht mehr unbedingt dran erinnern. Und die ganzen
Notizen hier zu dem Podcast habe ich gemacht, bevor ich mir Finders Keepers nochmal angehört habe, und da habe ich auch nicht richtig zugehört. Also der Punkt ist sehr, mein Stand, Dela, war ungefähr so wie deiner, als ich es gelesen habe tatsächlich, weil die Trilogie als Ganzes ist weg. Okay. Wobei auch hier, du weißt, wie es mit Holly weitergeht. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig in der Sache. Aber ja, ich habe auch die Bücher damals gelesen, als sie rauskamen. Also ich weiß jetzt auch nicht so viel mehr. Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Und verdammt, ich komme nochmal rein. Okay. Erstmal, bevor ich weiterschwimme, Jonas, hast du irgendeine Ergänzung, Meinung, irgendwas? Tatsächlich nicht. Ich höre euch gespannt zu und versuche zu folgen, aber irgendwie ist meine Aufmerksamkeit heute auch nicht so, wie sie sein sollte. Wie stehst du denn zur Frauenfigur an sich? Hast du Spaß an Jane gehabt? Das ist eine Fangfrage, Jonas. Nein, du darfst ja eine Meinung haben. Sie ist halt falsch, aber du darfst sie haben. Jamie fand ich sehr nichtssagend. Sie war ja irgendwie ein Vehikel für Hodges. Mhm. Sie hat ihm geholfen und ja, sie hatten Spaß miteinander, aber so wirklich vom Charakter her fand ich da jetzt nicht viel zu holen. Mhm. Okay. Ganz kurz noch dazu, dass sie dann auch noch gestorben ist. Ja, kann ich deine Kritik durchaus verstehen, Dela, absolut. Mhm. Denke mir andererseits, wen hätte er sonst in Anführungszeichen umbringen sollen? Also da war ja niemand. Jerome zum Beispiel hätte er. Den braucht er noch. Den braucht er. Da kommen wir später noch hin, warum es Jerome nicht hätte sein dürfen. Mhm. Außerdem, ganz ehrlich, da wären wir wieder bei den Horrorfilmen der 80er, 90er Jahre, der Schwarze stirbt immer zuerst. Also, ist ein Punkt. Immerhin war es diesmal die Frau. Weiß nicht. Keine Ahnung. Nein, also, wie gesagt, da war halt sonst niemand, zumindest nicht von diesen, so sehe ich es jedenfalls. Mhm. Und immerhin ist der Hund nicht gestorben. Das stimmt. Da bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Ja. Aber dann kommen wir doch mal zu Jerome und ich habe zu ihm nicht viel zu sagen, außer... Oh doch, ich habe sehr viel zu sagen zu Jerome. Oh, jetzt wird's spannend. Ich habe zwei Worte. Mhm. Theo Huxtable. Schön, ja, gefällt mir. Das finde ich auch gut. Auch hier, Jerome, ist eigentlich nicht mein Problem. Mein Problem daran ist, wie mit Jerome umgegangen wird, beziehungsweise wie der Blick von außen, also quasi, jetzt magst du mir vielleicht wieder widersprechen, Flo. Natürlich. Der Kommentar von Hodges zum Thema Jerome macht mir körperliche Schmerzen. Welcher Kommentar? Es gibt diesen Brief, den Jerome schreibt an Hodges. Er muss ab und zu seinen Freundinnen eine aufs Näschen geben. Und der Kommentar dazu von Hodges, haha, wie drollig, albern, witzig. Es ist ja nur sein Gangstergetue. Und natürlich müssen wir das von dem schwarzen Charakter erwarten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Hodges kommentiert in derselben Szene, das ist ja vollkommen normal, dass der sowas schreibt, weil dieses ganze Gangster-Retour und so weiter, das macht er ja nur, weil er eine Identitätskrise hat, weil er zu kultiviert für einen Schwarzen ist. Fucking kidding me! Nein. Nein. Einfach nein. Sorry, Dela, dass ich so dazwischen gehe. Erstens, im Brief sehe ich wiederum als Auseinandersetzung von Jerome mit seiner eigenen Geschichte, vielmehr POC, in dem Sinne, sich über etwas lustig machen, auch ob es angemessen ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ob es unser Humor ist oder nicht. Den Brief finde ich in Ordnung, Aber es ist nicht so, dass Hodges sich darüber lustig macht, dass er sagt irgendwie im Sinne von, er lacht jetzt nicht darüber, sondern er sagt ja, Hodges schüttelt matt den Kopf, muss aber unwillkürlich grinsen. Ja. Ja, dann lässt es... denkt er über die ganzen Qualitäten von Jerome nach und dann sagt er Jerome, während er die Haustür aufschließt, Jerome und seine Blödeleien. Also er grinst über diese Blödeleien von Jerome. Ja, so, und dieser Zwischenteil... Die theoretische Androhung von Gewalt ist eine Blödelei. Okay, stabil. Da waren wir bei dem Thema mit, ist es der Humor von einem selbst oder nicht? Ist es
in Ordnung, wenn man sich über etwas lustig macht in der Geschichte, was nicht in Ordnung ist. Das ist der Punkt. Es gibt ja auch Leute und gerade auch jüngere Leute, da habe ich es mitbekommen, die schon halt sich auch über Hitler etc. lustig machen. Ja? Weißt du, das ist dann so der Punkt. Ist das dann okay? So, Jerome macht sich über diese Geschichte lustig und auch darüber offensichtlich, dass gerade ne, Frauen früher, so habe ich es gelesen, weil das Ganze ist ja auch sehr alt in Anführungszeichen gemacht, geschlagen worden. Das ist das eine. Und das andere, was dann reinkommt, ist, wir lernen Jerome aus der Sicht von Hodges etwas genauer kennen, was er alles für Qualitäten hat, was er alles kann, wie intelligent er ist und auch was er für ein Umfeld kommt. Und jetzt kommt es mit dem in Anführungszeichen Identitätskonflikt, ist eine bescheuerte Übersetzung, denn im Englischen ist es tatsächlich Identity Challenge. Und das ist etwas, was wir hier, glaube ich, zumindest in Deutschland nicht so kennen, aber in den USA ein Thema ist, worüber es auch wissenschaftliche Arbeiten gibt, tatsächlich. Inwieweit spielt die Racial Identity tatsächlich eine Rolle, gerade für POCs? Und was macht es mit ihnen aus, in dem Sinne, wenn sie quasi in einem weißen Umfeld sind, aber okay, in dem Sinne nicht weiß. Das wäre ungefähr so, wenn wir jetzt mal von der patriarchalischen Seite ein Beispiel nehmen würden, wenn wir sagen, wir wollen Gleichberechtigung. Ich glaube, hier geht es auch so ein bisschen um Gleichberechtigung. Dieses, ne, wir wollen Gleichberechtigung hier zwischen Männern und Frauen, okay, wollen wir eigentlich überall. Und trotzdem würden wir als Frauen uns ziemlich scheiße fühlen, wenn wir alles, was Frau sein bedeutet, ablegen müssten, um diese zu bekommen. Ja. Ja. Und jetzt mal ganz grob übertragen, weil ich mir damit sehr, sehr schwer tue, weil ich diese Problematik in meinem Leben halt nicht habe als weiße Person und vor allem nicht in den USA lebend. Diese eigene Identität haben, die eigene Geschichte haben, Gleichberechtigung haben wollen, aber nicht zu dem Preis, dass man die eigene Identität bis aufs Letzte ausmerzt und man im Endeffekt einen Spagat hat zwischen dem, was ist, dem, was man haben möchte, dem, was sein könnte und dem, was sein sollte. Ja. Und dahingehend ist es, glaube ich, in den USA tatsächlich seit einigen Jahren ein großes Thema, was okay, für uns so nicht existent ist. Dann ist es tatsächlich eine saudumme Übersetzung. Ja, die ist schlecht. In der Deutschen ist es wirklich Identitätskrise und das ist was anderes. Ja, genau, und das. Es ist tatsächlich wohl ein feststehender Begriff, wenn ich das dann bei meinen Recherchen rausgefunden habe. Es ist Identity Challenge, also Herausforderung. Okay, legitim. Dann gebe ich dir den Punkt hundertprozentig, dann ist es einfach nur eine saudumme Übersetzung. Ja, da bin ich bei dir. Also über die Übersetzung, das ist immer so eine Sache, habe ich in den letzten Jahren gelernt. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass sie teilweise dermaßen unterirdisch sind. Und an der Stelle, es ist eine wichtige Stelle, da bin ich bei dir, Dela, weil man daraus, denke ich, auch eine Menge ziehen und lernen kann. Ich für mich habe zumindest da auch bei meinen Recherchen dann eine Menge wieder mitgenommen. Mhm. Sollte man solche Fehler einfach nicht machen. Ja. Kommen wir aber nochmal zurück zu dem Thema, darf man über Humor lachen, der nicht meiner ist. Wenn ein Witz, der nicht mein Humor ist, in einem Buch gemacht wird. Das ist nicht mein Problem. Ich verstehe das, was du damit ausdrücken willst. Ich bin aber der Meinung, einerseits, wenn wir haben hier, wie du vielleicht am Anfang schon gesagt hast, oder ihr am Anfang schon gesagt habt, das Buch fängt schwarz-weiß an und wird Farbe. Meinetwegen sehe ich nicht, aber kann ich akzeptieren. So, aber in dieser Schwarz-Weiß-Sicht haben wir den bösen Brady und wir haben die theoretisch guten Rogers und Jerome und Konsorten. So, und in dieser Konstellation, wir haben einerseits immer wieder die Sexismus-Erfahrung durch Rogers, Punkt 1. Und der muss darüber grinsen, der als eigentlich uns als guter Charakter verkauft wird, über diesen Witz. Das ist mein Problem. Wer auf diesen Witz reagiert? Wenn nur Jerome das witzig findet. Okay, kein Thema. Jetzt möchte ich aber noch kurz einwerfen. Wird uns Hodges als guter Charakter verkauft? Am Anfang ja. Sie tun so. Er wird uns als Held der Geschichte verkauft, aber nicht als guter Charakter. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Also wird uns von Anfang an als Figur mit sehr, sehr vielen Problemen und sehr, sehr vielen Fehlern geschildert. Und sowas ist eins davon. In dem Bereich gebe ich dir recht. Ich kann
jetzt hier auch jetzt nicht unbedingt eine Lernerfahrung für ihn aus der Geschichte rauslesen. Mhm. In anderen Bereichen schon. Aber trotzdem, also er ist nicht unser strahlender Held. Das würde ich auf jeden Fall verneinen. Naja, aber ich glaube, dass dieses Bild, dass er nicht unser strahlender Held ist, das wird halt immer mehr dadurch verstärkt, dass er ja einen Lernprozess hat. Der Lernprozess läuft nur ins Leere, zumindest in diesem Buch. Aber dass wir erst begreifen, okay, der ist nicht Bulle, der ist nicht automatisch gut. Das kommt ja erst dadurch, dass wir sehen, dass er zugibt, dass er Fehler gemacht hat und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Aber zu dem Zeitpunkt in dem Buch, wo diese Szene stattfindet, ist das noch nicht passiert. Zwei Anmerkungen. Also das eine ist, ich sehe das Buch am Ende jetzt nicht, also von schwarz-weiß hin zu bunt. Ich würde sagen, es wird zu grau. Ja, das Bunt, da, das ist noch in weiter, weiter Ferne. Nee. Also wie gesagt, maximal Grautöne. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe es beim Lesen, und ich habe es jetzt eben nebenbei nochmal überflogen, nie die Reaktion Hodges auf diesen einen Satz mit hier Frauen irgendwie schlagen bezogen, sondern auf den kompletten Brief und den Stil, in dem er verfasst ist. Mhm. Denn Jerome verfällt ja öfters in das, was Hodges irgendwie Gangster-Style oder Sprache nennt. Und ich glaube, das ist das, was ihn amüsiert, dieses komplette Konglomerat, nicht nur der letzte Satz. Und er macht ja dann auch deutlich, also hier ist es noch irgendwie so ein Grinsen und ein Kopfschütteln so, aber irgendwann sagt er auch Jerome, lass das bitte sein. Auch hier könnte man eine Entwicklung quasi feststellen, ja, wenn man das will. Ja, der reise alte Mann greift zu Tone Policing, weil es ihm auf den Sack geht. Schön. Mhm. Entschuldigung. Okay, also wie gesagt, ich habe das so gelesen, dass er den kompletten Brief meint und nicht nur den letzten Satz. Mhm. Im Endeffekt, dass es ihm um die Sprache geht und dass er irgendwann sagt, du, ey, ganz ehrlich, lass mal. Okay. Und ich würde das sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich will das nicht nur auf den Brief, sondern die beiden kennen sich ja schon und das ist ja wohl auch nicht das erste Mal, dass er in diese Sprache verfallen ist. Ich glaube, das bezieht sich auf die Geschichte der beiden. Dass Hodges auch bereit ist, mit ihm rumzublödeln, aber irgendwo für ihn dann auch eine Grenze ist, wo er sagt, Junge, übertreib's jetzt mal nicht. Okay. Ich akzeptiere das. Ich finde es immer noch blöd, aber ich akzeptiere das. Man kann es mir weg erklären, sagen wir so. Ja, kommen wir jetzt zur Holly im Raum. Nein. Weil das nächste, was ich noch sagen muss, gerade unter dem Aspekt von, wir sind noch in dem Stadium von Schwarz und Weiß. Es gibt in diesem Machwerk eine Transperson, Freddy Linkletter. Falsch. Nee, die ist lesbisch, die ist doch nicht trans. Ja. Es gibt einen Satz, zumindest in der deutschen Version, wo sie klipp und klar sagt, der einzige Grund, dass ich kein Kerl bin, ist, dass der liebe Gott vergessen hat, mir einen Schwanz zu geben. Ah, also definiert sie sich für mich als Mann. Also ist sie für mich ein Transcharakter. Ein Transcharakter. Genau, das ist mein Problem, worauf ich gerade hin will. Denn je nachdem, wie man es liest, ob sie lesbisch ist oder ob er eine Transperson ist, wird sie, von Anfang an misgendert. Und das ist ein Problem. Ich weiß, du hast das ja schon mal bei den vielen Schreiereien vorher schon erwähnt. Deswegen habe ich da auch nochmal genau nachgeguckt. Ich glaube, Julia genauso. Jo. Also wir haben wirklich überall gesucht, auch in allen möglichen Begleitmaterialien. Ich glaube, du liest das wirklich nur rein. Sie ist tatsächlich keine Transperson. Freddy ist lesbisch. Sie ist nicht trans. Okay. Sie sagt auch irgendwo, dass sie lesbisch ist im Laufe des Buches. Mhm. Deswegen bin ich ein bisschen jetzt überrascht. Und ich glaube, auch in irgendeinem King-Wiki wird sie als lesbisch bezeichnet. Nicht alles, was das Internet hat, so drinstehen. Ja. Ich habe mich an dem einen Satz aufgehängt, ganz ehrlich. Genau. Ja, ich weiß. Und zwar ist der absolut unglücklich formuliert. Und er ist im Englischen auch nicht viel besser. Und allein, wenn man sowas, da bin ich voll und ganz bei dir, Dela, allein, wenn man über sowas länger nachdenken bzw. diskutieren muss, ist es am Thema vorbei quasi. Denn was Freddy damit eigentlich meinte, und im Hinblick darauf, dass er halt eigentlich lesbisch ist, ich wurde gemacht,
von Gott. Meine Sexualität ist, ich stehe auf Frauen. Ja, man hat mir halt vergessen, Penis zu geben. Aber ich stehe halt weiterhin auf Frauen. Es ist nicht, dass sie sich im Sinne von, ich bin ein Mann, sieht, sondern einfach dieses, ja, er hat halt nicht weitergearbeitet irgendwie oder hat diese Ausstattung weggelassen, aber von meinen Gefühlen her stehe ich auf Frauen. Es ist schwierig formuliert. Es ist im Englischen auch nicht viel besser, um ehrlich zu sein, weil im Englischen, also ich glaube, im Deutschen ist es Kerl und im Englischen ist es Guy. Also ich habe mir extra nochmal das englische Buch genau aus diesen Gründen geholt. Hab gedacht, okay, vielleicht gibt es da wieder so eine Übersetzungsschwierigkeit, aber bei Guy, das kann man jetzt, nee, also da gibt es zumindest meines Wissens keine Übersetzung, die darauf hindeuten könnte, dass man das irgendwie anders übersetzen oder lesen kann als eine männliche Person. Und ich glaube, daher rührt das Missverständnis, dass dieser Satz einfach unfassbar missverständlich ist. Und ich habe halt diese, dass dann später immer wieder thematisiert wird und etabliert wird, dass dann in dem Fall sie lesbisch ist. Das habe ich so gelesen als, ja, weil das ist die Sicht von außen von Dritten, die auf sie projiziert wird. Weil eben das Konzept, das ist ein Transmensch, vielleicht noch nicht ganz in Hirn angekommen ist, aber das Konzept, das ist eine Lesbe, das kennt die Menschheit an sich. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich die erste Information als relevant genommen und die nächste dann nicht mehr. Es gibt ein Buch, The Bill Hodges Concordance, das ich aber auch erst vor kurzem entdeckt habe. Das ist wieder von Robin Firth geschrieben, die auch ja diese Sachbücher zum Dunklen Turm geschrieben hat, die hier Figuren, Orte und alles Mögliche aus dieser Trilogie auseinandernimmt. Und auch da ist es tatsächlich wirklich nur lesbisch. Also es ist einfach ein Scheißsatz, aber ja. Bleiben wir aber nur nochmal, weshalb es für mich auch problematisch wäre, wenn es dann als Transperson gemeint wäre, wie dieser Satz eben theoretisch impliziert. Das nächste Ding, was ist für mich, diese Figur ist natürlich nur in der Welt der Bösen, der Perversen, der Inzestuösen, aber selbstverständlich nicht in der Welt der normalen Bürger. Wäre diese Transperson zum Beispiel die Schwester oder eine Schwester aus diesem Umfeld der Besitzerin des Mercedes, wir hätten eine Transperson, alles wäre fein, aber sie wäre nicht zwangsweise automatisch in diese Ecke mit den Bösen, Perversen und Gestörten gesetzt. Auch das, nur die Platzierung dieses Charakters, kotzt mich an. Okay, das habe ich jetzt so gar nicht gesehen, weil für mich ist Freddy, für mich gehört die zum Normalbürgertum, um ehrlich zu sein. Einfach, weil sie diesen Computerjob hat, so 0815 in diesem Discounter für Elektroniksachen mit ihrem Chef. Also es ist so dieses stinknormale, also ich sehe Brady. Brady ist für mich ein Störfaktor in der normalen Welt. Genau. Das ist der Punkt, der sie komplett verarscht. Also ich sehe Freddy auch eher so, ich sehe sie nicht negativ. Ja. Oder ja, der Chef ist zwar unangenehm, ja, aber sie ist einfach halt da, wie es eben einfach so ist, dass in der Welt, keine Ahnung, Menschen von LGBTQ einfach da sind. Ja, weißt du, so. Was vollkommen fair ist, auf jeden Fall. Aber, Frage dazu, würde in eurer Welt Jerome als ein mehr oder weniger normaler Durchschnittsbürger qualifizieren? Nein, der ist eher elitär, würde ich sagen. Theo Huxtable. Weil, das ist nämlich das Nächste, Jerome hat ab und zu so Anwandlungen, wo er Kommentare abgibt, wie gesagt, alles gut. Und dann gibt es unter anderem aus der Sicht eines Jerome, der ja so ein bisschen das Stand-in des, nicht des Superbullen, nicht des Superbösewichts, sondern so des Normalen, der ab und zu mal die Fühler ausstreckt, aber so ein bisschen Ahnung von der Welt hat. Und der kommentiert, ja, das Internet ist voll Nerds, die Transvestiten sind und im Keller von Mama wohnen. Der Gipfel der Lächerlichkeit. Ha, ha, ha. Und wenn die eine Person, die das Stand-in für den normalen Bürger ist, der Meinung ist, dass das... Ihr versteht, worauf ich hin will. Genau. Da würde ich sagen, ich würde Jerome nicht als Stand-in sehen. Das ist schon mal eine Sache, weil, wie Jonas auch schon gesagt hat, er ist eher so ein bisschen elitär. Und zweitens... Diese Aussage,
die würde ich schon wieder als Anspielung sehen auf eine moderne Version von Norman Bates. Das ist keine legitime Kritik, sondern das ist mir fällt das vor. Ja, nicht mal das. Es ist Foreshadowing. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über den Satz damals auch gestolpert. Leider finde ich ihn jetzt gerade in dem Buch nicht, weil ich wollte ihn mir auch gerne nochmal auf Englisch anschauen, um ehrlich zu sein. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie größer verteidigen. Mir geht es jetzt hier um quasi eine Erklärung. Ja, Jerome gehört für mich auch eher zum, sagen wir mal, gut bürgerlichen Milieu, also Bildungsmilieu. Mhm. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, gerade wenn ich nochmal so 10 Jahre zurückdenke oder 15 Jahre zurückdenke, wie da die Haltung gewesen ist, in Bezug auf Transpersonen, in Bezug auf Leute, die halt in der Gaming-Szene unterwegs gewesen sind. Also in Bezug, also die Haltung generell auf alles, was quasi in Anführungszeichen nicht dem Mainstream quasi unterlegen ist. Und von daher ist das so dieses typische Thema, um ehrlich zu sein. Wie soll ich das sagen? Dieses, ja, die Kellerkinder, ja, die da mit ihrem Computer sitzen, das Gezocke, mir begegnet das heute teilweise noch. Ich war selbst Gamerin, ja, lange Zeit. Wenn ich das gesagt habe, hey, hier, ich spiele, weiß ich nicht, Warcraft und sonst was. Und es war immer so, was? Du bist ja irgendwie sozial doch total offen und du bist auch voll hübsch. Wo ich gedacht habe, was hat das damit zu tun? Ja, also es hat mich selbst dann auch gestört. Und das machen doch nur so Nerds. Ja, genau das. Und quasi, je höher das Bildungsniveau, desto mehr wurde von oben herabgeschaut, obwohl ich zu dem Zeitpunkt selbst studiert habe. Und genau dasselbe auf Transpersonen. Also Transvestie hatte damals einen Unterhaltungswert immer noch gehabt. Das muss man halt einfach nur, also mal so sehen. Also ne, im wirklichen Leben wurde das irgendwie gerade von gut Bürgerlichen so abgelehnt. Aber auf der Bühne, hey, das ist doch geil, das ist doch witzig, Varieté, oh hier, ne, Comedy, bla bla. Das ist noch gar nicht so lange her. Im Endeffekt auch hier wieder ein bisschen Zeitgeschichte. Wir haben eine Person mit Jerome irgendwie für sich selbst zwischen den Welten, ja, und so weiter und so fort, aber trotzdem irgendwo dem Zeitgeist verhaftet. Dass das nicht in Ordnung ist, gerade aus heutiger Sicht. Okay, also ich bin aber da, wie gesagt, danach bewerte ich es nicht, genau. Ist natürlich, und macht es Jerome jetzt irgendwie sympathischer oder unsympathischer? Ich würde zumindest sagen, realistischer. Jerome ist langweilig eigentlich. Und gerade, dass Jerome auch mal einen Fehler hat, finde ich gar nicht verkehrt, weil ja, Menschen haben Ecken und Kanten und Jerome war zwischendurch ein bisschen zu glatt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, aber gut, das ist halt jetzt wieder auf diesem einen Satz mit der Übersetzung dumm. Der war für mich halt nie glatt, weil einerseits diese Sache mit dem Brief, okay, mir hat dann halt der komplette kulturelle Kontext gefehlt. Mhm. Aber dadurch war dieser Charakter für mich schon immer nicht zu glatt. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, verstehe. Also mir war persönlich, weil ich es halt anders gesehen habe, war zwischendurch zu glatt. Dass das Gefühl hatte, irgendwie, ja gut, er hat da so ein Spleen mit seiner, ne, mit der Sprache und so, von mir aus, aber ansonsten war er immer so ein bisschen drüber. Immer so dieses, immer ein bisschen besser in allem, immer total, ne, perfekt, immer nett, gut aussehend, ja, erfolgreich. Er war mir einfach zu gut. Schon fast. Mhm. Und so diese Kleinigkeiten, wo du einfach merkst, ja, auch er hat seine Defizite, auch er hat seine Fehler, macht das Ganze ein bisschen menschlicher einfach. Ja, jetzt mit dem jetzigen Kontext würde ich das tatsächlich unterschreiben. So, als letztes, dann bin ich auch wirklich fertig mit dem Teil mit Schreien. Aber dieses ganze Thema, was ich gerade schon hatte, von er versucht da gerade Charakteren quasi einen gesellschaftlichen Konsens in den Mund zu legen. Das ist ein großes Problem, was ich mit diesem Buch generell habe. Und ein weiteres Beispiel dafür ist, dass wir an 3 verschiedenen Stellen den Witz erzählen, Frauen haben keine Ahnung von Autos. Das macht einmal der Polizeikollege von Hodges, das macht einmal der Vater von Jerome und das macht unser Bösewicht. Also sagen wir mal 2 Normalbürger und ein Bösewicht, ein Arschloch. Okay. Wenn dieser Witz 3-mal erzählt wird,
von drei verschiedenen Charakteren, dann tut es mir leid, aber dann finde ich, ist das ein Witz, den King gerne erzählen möchte. Und deswegen macht er das dreimal. Und nehmt es mir nicht übel, da ist der Punkt. Wir haben in der deutschen Version ein SL600 und in der englischen ein SL500. Und ein Mann, der einen Witz macht, dass Frauen nichts von Autos verstehen, der selbst aber einen V8 von einem V12 nicht unterscheiden kann, nimmt es mir nicht übel, aber ich kann es nicht hinnehmen. Das ist nur der Grund, weshalb dieses Detail mit dem Auto für mich wichtig war. Aber ich möchte das nicht weiter ausführen. Nur, wer diesen Witz macht und dann selber in so eine Falle tappt, es tut mir leid, aber ein bisschen Häme ist dann angebracht. Ich habe das tatsächlich auch wieder etwas anders gesehen. Ich merke, wir sind heute sehr konträr, aber das macht das so spannend für mich. Denn tatsächlich, ja, mir gingen diese Witze auch irgendwann auf die Nerven. Habe darin aber wieder so ein bisschen die Generationsthematik gesehen. Das ist das eine. Mhm. Ne, wie du gesagt hast, war Jeromes Vater dann der wirklich unsympathische Kollege von Hodges. Ich glaube, Hodges selbst hat mal irgendwie sowas gesagt. Janie erstaunlicherweise sagt auch an einer Stelle hier, ja, ich kann nicht rückwärts einparken. Das hat mich gestört. Und es ist so dieses, wie oft, ne, kommt gerade, wie oft haben wir solche Witze, als wir noch Kinder oder Jugendliche waren oder selbst Autofahren gelernt haben, wie oft haben wir diese Witze zu hören bekommen? Mhm. Wie oft hören wir sie heute noch, dass du eigentlich nur noch dich umdrehen und einmal spontan kotzen könntest? Und dass es quasi gerade immer so dieselbe Altersgruppe ist, aber natürlich gibt es auch Jüngere, die diese Ansicht vertreten. Mhm. Bedauerlicherweise, dass es jetzt Brady trifft, der ja wirklich absolut nicht rund läuft, ist jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, denn außer Mami sind alle Frauen Schlampen und haben eh nichts drauf und alle Menschen sind eh blöd. Okay, sei mal dahingestellt. Was ich umso erlösender fand, war die Auflösung mit Holly, die hingeht und sagt, ich fahre dieses Auto und ihr könnt mich mal. Das war wie so ein Befreiungsschlag, den ich so gefeiert habe in dem Moment. Vielleicht waren diese Witze dafür nötig, um diese, es geht ja um Emanzipation bei Holly, prinzipiell, auf vielen Ebenen, um einfach das, was vorher passiert ist, damit dieser Moment noch deutlicher wird, dass Holly die Frau ist, die sagt, ich fahre, was willst du eigentlich von mir? Und sie ist am Ende diejenige, die auch den Mercedes hat und selbstverständlich fährt. Ja, ja. Das ist so der Punkt. Und was den Mercedes SL500 anbelangt, ist so ein Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stephen King so einen Fehler gemacht hat, gebe ich offen zu. Deswegen, ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ich habe so hart recherchiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Und es gibt tatsächlich keinen SL500, also auch nicht in Sonderanfertigung meines Wissens mit einem 12-Zylinder-Motor. Der Punkt ist der SL500 wurde in der Zeit, es war ein beliebtes Auto in den USA. Ne? Wir haben es hier wieder mit deutscher Ingenieurskunst zu tun, wir haben hier ein Statussymbol, wir haben hier ne, Sportleichtwagen und so weiter und so fort. Aber scheiße, der hat nur 8 Zylinder. So, was ist besser als 8 Zylinder? 12 Zylinder. Das heißt, wir paaren dieses Luxussymbol mit der Stärke, um etwas zu kreieren, was eine höhere Symbolkraft hat. In den USA hat man vielleicht nicht das Wissen, gerade in Bezug auf den SL 600. Vielleicht hat einem dem Stephen King auch der 500er besser gefallen. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, ich habe mir mal das Auto angeguckt, was da diesen Unfall gebaut hat, auf dem die Geschichte basiert. Und es ist ja auch noch eine Limousine. Der SL ist keine Limousine. Da sind verschiedene Autos meiner Ansicht nach ineinander gebaut worden, damit es für ihn passt. Und die andere Frage, die sich mir gestellt hat, ging es vielleicht auch darum, ganz banal, einen unrealistischen Mercedes zu kreieren, um mit Mercedes keinen Ärger zu bekommen? Weil ich hätte keinen Bock, quasi mich mit Mercedes anzulegen, wenn ich eine Trilogie plane, die auf einem Buch basiert, die Mr. Mercedes heißt. Und er hat ja auch extra hinten drin reingeschrieben, dass mit dem Schlüssel und dass das alles sicher ist. Und von daher, ob da nicht verschiedene Komponenten einfach bei ihm reingespielt haben, weil ich kann mir einfach um besten Willen nicht vorstellen, dass Stephen King einen so krassen Fehler begeht bei einem Gegenstand, der namensgebend für das Buch ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also gut, sagen wir mal so, wir haben ja schon bei Duddits gelernt, King
recherchiert lieber über Autos als über Menschen und über Behinderungen. Aber okay, also ja, ich gebe dir recht, das war wahrscheinlich nicht Blödheit, sondern aktive künstlerische Freiheit. Andererseits muss ich aber sagen, wie viele PS bzw. wie viele Zylinder diese Maschine hat, ist für den eigentlichen Mordanschlag ja völlig irrelevant. Du meinst also, wir können froh sein, dass es nicht 19 Zylinder sind? Genau. Genau. Ja. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema USA. Ich habe bei meinen Recherchen auch irgendwo gelesen, so 12 mit Zylinder ist für die halt, boah, 12 ja, Zylinder, ja. Während unser eins sagt, ja, mein Gott, das Auto mit den 8 Zylindern, das richtet genauso viel Schaden an, das ist doch wurscht. Ich hätte sowieso ein ganz anderes Auto genommen, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Gut, aber wie gesagt, das ist eigentlich nur der Grund, weshalb ich das erwähnenswert fand, dass er diesen, sagen wir, Fehler oder eben künstlerische Freiheit gemacht hat. Weil, wie gesagt, im Kontext des Ganzen war mir das ein bisschen zu putzig. So, ihr wollt über Holly reden. Reden wir über Holly. Ich bin übrigens jetzt fertig mit Schreien. Fast. Ach schon? über so, Holly. Kann man da was irgendwie schreien? Oder? Nee, Holly war super. An Holly hatte ich Spaß. Supi. Also, das finde ich auch, aber was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, wie sie plötzlich einfach mal in der Geschichte auftaucht. Sie ist so eine wichtige Figur. Sie rettet am Ende eigentlich alles. Sie ist halt ein Deus Ex Machina, aber... Ja, sie taucht einfach erst irgendwo auf. Aber das ist nicht schlimm. Ich mag Holly. Ja, das ist halt Goldbombe in Menschenform. Finde ich fair. Wollte gerade sagen, wollen wir uns wenigstens dahingehend einigen, dass wir alle Holly mögen? Ja. Wunderbar. Sehr gut. Das ist schön. Ich weiß jetzt nicht, was man zu Holly noch viel sagen muss, außer sie ist cool. von daher... Ich glaube, über Holly werden wir noch öfter mal reden müssen. Ja, ich denke es auch. denn Holly ist nicht nur in der Mr. Mercedes-Trilogie, er hat echt einen Narren an dieser Figur gefressen. Sie kommt dann in der Outsider nochmal in einer wichtigen Rolle vor, in der Novelle Blutige Nachrichten, in Überraschung, dem Roman Holly. Und wahrscheinlich wird Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres ein weiterer Roman erscheinen, wo er schon angekündigt hat, dass Holly auch auftauchen wird. Mhm. Gut. Und sie bleibt cool. Das ist schön, das freut mich. So, wie fandet ihr denn die finale Auflösung und den finalen Endkampf so? In sich stringent, aber trotzdem, also ich hatte beim ersten Mal lesen, ich erinnere mich noch, fand ich das viel, viel cooler als jetzt beim zweiten Mal, aber ich glaube, das ist normal. Von daher, ja, es war okay, war gut. Kann ich mit leben. Ja, würde ich auch sagen, also er hat es nicht verkackt, aber es ist jetzt auch kein Ende, das einen wirklich vom Hocker haut. Mhm. Es ist ein 0815 Ende. Okay, Jonas? Ja. Ziemlich das ist, war nichts Spektakuläres, nichts, was man, ja, noch nicht mal was Überraschendes. Es war halt, ja, ein okayes Ende für, ja, ein Krimi. Wie gefällt dir denn, Jonas, du hast ja die anderen zwei Bücher auch noch nicht gelesen, wie gefällt dir denn die Sache, dass wir ihn am Leben lassen? Dass wir uns also wirklich quasi die Tür offen halten. Ja, das... Ich weiß nicht, eigentlich. Ich glaube, als ich gelesen habe, habe ich gedacht, was hat er mit dem denn jetzt vor? Aber... Ja, das... Wie ich das finde, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es einfach hingenommen. Okay. Es ist so ein klassischer Horrorfilm-Trope schon wieder. Mhm. Am Ende schlägt der Böse die Augen auf, obwohl er eigentlich schon 10-mal hätte tot sein sollen. Mhm. Jo, aber ist okay. Das ist schon, also ich habe es damals aber so ein bisschen, ich erinnere mich noch, ich wusste ja nicht, dass es eine Trilogie wird und dass er wieder vorkommt. Für mich war das eher so ein, ich musste damals, weiß ich noch, so ein bisschen schmunzeln, dass er wieder aufwacht und als erstes nach seiner Mama fragt. Also mein Gedanke war so, boah, er kommt davon nicht weg. Das ist drin und ja, klar, für ihn, es muss so sein. Und gleichzeitig so dieses, hat man ja dann auch oft in irgendwelchen
Krimis, Thrillern oder so Horrorfilmen, dass die Person, die dann, weiß ich nicht, einen Elternteil umgebracht hat oder so, unter diesem Tod, dieser Tat sehr leidet und dann eigentlich quasi immer wieder nach diesem getöteten Familienmitglied irgendwie fragt oder sich anders wendet, ist irgendwie auch so ein klassischer Move. Was deswegen wir natürlich auch mit dem Bruder drin haben. Ja, stimmt, ja. Von daher fand ich das vollkommen in Ordnung. Also er hätte jetzt für mich nicht mehr groß auftauchen müssen, aber es war für mich auch okay, dass er jetzt überlebt hat. Also, wie gesagt, ich fand das eigentlich nicht schlecht so. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, mir hat das Ende vom Buch tatsächlich auch besser gefallen als die ersten 400 Seiten. Was jetzt nicht sonderlich schwer ist, aber das Ende war okay. Also mit dem Ende kann ich arbeiten. Das ist echt okay. Eigentlich ab dem Moment, als Holly ins Spiel kam. Ab da wurde das Buch okay. Ab da bekommt es irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, das ist der Moment, in dem das Schwarz-Weiß anfängt, zu grau zu werden. Ja. Absolut. Ja. Genau. Also wenn ich sagen würde, es wird irgendwann zu grau, dann da, ja, bin ich bei euch. Ja, das ist so der Moment, wo wir vom klassischen Noir-Detektiv hin zu einer, ich sag mal, so einer Lisbeth Salander gehen. Also so ein Generationswechsel. Aber der ist hier noch sehr angedeutet. Das geht jetzt sehr langsam, aber ich glaube, das kommt. Okay. Gut. Jonas, bitte, du hast jetzt freie Bühne, um ganz viele Dinge loszuwerden, die du über die letzten anderthalb Stunden nicht erzählt hast. Aber ich habe wenig zu erzählen. Aber du hast behauptet, du fandst das Buch okay. Du musst doch irgendwas zu sagen haben. Nein, okay ist halt okay. Ja, Buch ist okay. Punkt. Fertig. Schön. Da, ja, es war nicht besonders. Es war halt okay. Es war nicht gut, es war nicht schlecht. Es war, kann man lesen. Seichte Unterhaltung. Also ich habe dich jetzt nicht quasi übermoderiert und deswegen hast du nichts gesagt. Nee. Okay. Gut, ihr anderen lieben Menschen, wollt ihr noch zum Inhalt irgendwas sagen oder wollen wir in den nächsten Punkt gehen? Was wäre denn der nächste Punkt? Weil ich habe noch viel zu sagen. Ja, entweder Symbolik, da muss ich aber gestehen, habe ich diesmal nichts? Da habe ich was. Okay, dann bitte mach Symbolik. Ja, okay, aber wir können auch gerne über den Inhalt schon reden. Aber das ist auch so ein bisschen Thema Symbolik. Es ist beides. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt und vermischen das, finde ich. Ja, mach. Okay, also das eine ist der Hut, der Fedora. Ist ein, für mich zumindest, ein Symbol, was zwar relativ kurz nur in dem Buch ist, aber ich finde, es zeichnet super gut ab, was eigentlich Thema des Buches auch mit ist. Im Endeffekt ist es dieses Buch für mich ein Abgesang auf die alten Detektivgeschichten. Also es werden ja immer wieder auch so alte Detektive genannt. Also wir haben ja auch einmal die Anspielung auf Sherlock und Watson. Es wird noch irgendjemand genannt und Humphrey Bogart kommt ja auch drin vor, der ja auch Detektivrollen übernommen hat. Und im Endeffekt dieser Hut kommt es erstmal auf Seite 321 vor. Ne? Und Janie schenkt ihn ja Hodges, weil sie meint, als Privatschnüffler bräuchte er, wie die alten Detektive, ne? Weil er ja auch so einer ist, so ein alter Detektiv, bräuchte er so einen Hut. Und es wird ja auch eine Anspielung gemacht auf Humphrey Bogart tatsächlich. Und zwar, Jerome probiert den Hut als erstes auf. Witzigerweise gar nicht Hodges, sondern Jerome. Und er fragt ja auch, sehe ich wie Bogi aus? So, und jetzt kommt's. Da muss ich dich leider enttäuschen, sagt Hodges. Bogi war hellhäutig. So, das heißt, wir haben hier schon den Hinweis auf das, was so ganz typisch ist für diese alten Detektivgeschichten. Die waren alle weiß. Ein schwarzer Detektiv bei diesen klassischen Geschichten gab es überhaupt nicht. Im Kino ja, in der Literatur nein. Aber ja, okay. Also zumindest wir sind hier gerade, ne, es wird auch oft über Filme und Kino gesprochen, ja. So, der Punkt ist, der Jerome probiert ihn auf, gibt ihn Hodges. Hodges zieht ihn noch nicht mal auf. Das ist total spannend, obwohl das sein Geschenk ist und er diese Anspielung hat. Nein, er legt ihn unter den Stuhl. Ja, er legt ihn weg. Er wird auch fast vergessen. So, dann probiert Hodges ihn zwar auf, aber dann nimmt Janie den Hut und setzt ihn sich halt auf. Auch ein bisschen keck, so schräg. Also das heißt, wir haben so ein Spiel mit einem Symbol für alte Detektive,
Also weiße Detektive. Im Sinne von, der junge Schwarze hat den aufgezogen und eine Frau hat den auch aufgezogen. Und der alte weiße Mann, der will den irgendwie gar nicht so wirklich. Obwohl Jenny auch zu ihm sagt, der Hut passt perfekt zu dir. So, dann kommt dieser Hut tatsächlich nur noch zwei, dreimal vor. Denn Janie setzt ihn, glaube ich, Hodges vor der Beerdigung auf, bevor die Mutter von ihr beerdigt wird. Er trägt ihn, um Janie eine Freude zu machen. Und Janie sagt ihm, dass er gut aussieht. So, und dann kommt die entscheidende Stelle. Janie nimmt nach dieser Trauerfeier, als sie entschließen, die Autos zu tauschen, Hodges den Hut ab und setzt ihn sich auf. Und das ist der entscheidende Moment, ja, wo dann auch die Autobombe hochgeht und aufgrund des Hutes denkt Brady ja auch, sie sei es. So, ja, so auch ist. Der Hut wird vernichtet. Ja, also Hodges. Brady denkt, Hodges würde im Auto sitzen, dabei ist es Janie, weil sie sieht ja nur eine Person mit diesem Hut in Hodges Auto. Und dann explodiert das Auto und auch damit ist der Hut hinüber. Der Hut ist weg. So, und für mich ist das ein Spiel mit diesen alten Detektivgeschichten, mit diesen Stereotypen, die aufgebrochen werden und am Ende verschwindet dieser Hut. Und genauso sehe ich das, zieht sich das durch das ganze Buch hindurch. Wir haben es hier tatsächlich mit drei Generationen zu tun. Also wir haben Hodges, der ein typischer Boomer ist, auch mit diesen typischen Problem oder Vorurteilen, also er kann mit Technik nicht gut umgehen, das mit dem Handy, er bemüht sich, ne, aber irgendwie so ganz kriegt das nicht hin. Er braucht immer Jerome oder manchmal auch Holly und die machen sich auch so ein bisschen über ihn lustig deswegen und er versucht es aber, ne, sich da so ein bisschen zu verbessern. Wir haben Holly und Janie von der Generation X, wobei Janie nochmal so eine typischere Vertreterin ist, würde ich sagen, als Holly, weil Holly ist so speziell. Holly ist einfach Holly. Holly ist cool. Und dann haben wir Jerome, einen Millennial. Und wir haben ja einfach eine Abfolge und wir wissen ja, dass Holly und Jerome am Ende den finalen Kampf haben. Hodges hat einen Herzinfarkt und sitzt vor der Tür. Finde ich auch sehr bezeichnend. Anfangs dachte ich so genau das, eigentlich muss er doch da mit rein. Er muss doch mit reinstürmen. Macht er nicht. Ja, er hat einen Herzinfarkt. Die reingehen, sind die zwei nachfolgenden Generationen. Jerome wiederum ist zu jung, um das Ganze zu übernehmen. Der muss erst seinen Weg gehen. Das heißt, es bleibt nur noch Holly. Aber das ist auch mit der Grund, warum ich der Ansicht bin, dass Jerome nicht hätte sterben dürfen. Weil wir hier so eine Generationslinie haben, die sich auch bei anderen Sachen meines Erachtens nach widerspiegelt. Und zwar in der Person von Brady. Brady arbeitet als Eismann, einer der ältesten Berufe in den USA. Die gibt es seit dem, weiß ich nicht, im 19. Jahrhundert gab es diese Eismänner. Generell Eisverkauf, mobiler Eisverkauf, Jahrhunderte alt. Und in einem anderen Job ist er ITler und hat da diesen Mordskeller mit seiner ganzen Technik. Also das heißt auch hier das Alte und das Neue. Einerseits tötet er mit einem Mercedes, mit einem Luxussymbol, etwas, was er eigentlich so nie haben kann, hochtechnisiert. Und auf der anderen Seite will er den Hund mit Strychnin vergiften. Strychnin, eines der ältesten Mordmittel bei den ganzen alten Detektivgeschichten. Man denke nur hier an Agatha Christie, wie oft wurde er Strychnin verwendet. Also für mich ist das Ganze ein Abgesang auf die alten Detektivgeschichten hin zu etwas Neuem. Deswegen schwarz-weiß, ja, hin zu grau und dann eventuell irgendwann bunt. Weil wenn jemand bunt ist, dann ist es Holly. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das absolut nicht gesehen beim Lesen. Ich gebe dir aber im Nachgang in der Diskussion hundertprozentig recht. Und das macht das Buch tatsächlich besser. Hätte ich das gesehen, hätte ich mehr Spaß am Buch gehabt. Es freut mich, dass wir uns da so einig sein können. Vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch erst beim zweiten Lesen jetzt gemerkt. Und ich habe einige deiner Schreiereien, gebe ich zu, bei Discord schon mitbekommen gehabt und habe dann so nachgedacht, so, hä, das habe ich ganz anders gelesen. Das habe ich anders verstanden. Und dann bin ich halt ins Buch reingegangen und ich habe es mit einem anderen Blick gelesen. Und da wurde es mir irgendwie klar und immer klarer. Quasi. Naja, also ich glaube, wenn man das als, naja, Analogie ist das falsche Wort, aber
wenn man diesen Teil der Symbolik sieht, macht das Ganze Sinn. Aber wie gesagt, es ist an mir vorbeigegangen, deswegen konnte ich es nicht leiden. Ja, das kann ich dann auch verstehen. Dann ist es sehr, sehr, dann ist es irgendwie wirr, würde ich mal behaupten. Also nee, dann ist es einfach unpassend, beziehungsweise ja, es ist weniger weit, als King eigentlich ist. Denn das war mein Problem mit diesem ganzen Buch, dass ich mich zu. Ich meine, wir wissen ja, dass der Mensch eigentlich auf der richtigen Seite der Menschheit steht. Und dass der ein Hirn im Kopf hat und dass der auch ein gesellschaftliches Gewissen hat und so weiter. Und all die Probleme, die hier so aufgetaucht sind, ne, die, das konnte ich nicht vereinbaren, wie ich wissen kann, dass der Autor einerseits wirklich eigentlich im Kopf schon viel weiter ist, aber andererseits dem solche Schnitzer unterlaufen. Aber ja, wie gesagt, wenn man es halt als Verlaufskurve, als aktive Verlaufskurve betrachten will, dann macht es Sinn, auf jeden Fall. Und ich muss auch zugeben, wir haben uns viel vorher über das Buch unterhalten. Gerade auch wegen deiner Schreierei. Du warst da so hilfreich, Dela, wirklich. Ja, genau. Ich bin doch mal hilfreich, voll gut. Also, tatsächlich ist bei mir das Buch auch dadurch noch mal etwas besser geworden. Okay. Ja. Jonas, hast du denn diese Parallele gesehen? Überhaupt nicht. Okay, das ist schön. Aber es hat dir keinen Abbruch getan. Ja, doch, so im Nachhinein betrachtet schon, weil es hätte die ganze Sache ja interessanter gemacht. Ist ja immer, wenn man Geheimwissen hat. Okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also unabhängig von deiner Schreierei, Dela, war es der Hut, der mich stutzig gemacht hat. Das gebe ich zu, weil auf einmal taucht er auf und es ist so ein Hin und Her, aber ich habe einfach die ganze Zeit überlegt, das kann doch nicht sein, dass da irgendwie nichts dahinter ist. Mhm. Und es wirkte so, als wäre das so wahllos. Und dann habe ich es mir mal genauer angeguckt und habe dann auch noch mal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich gibt es dazu auch Artikel drüber, wo ich gedacht habe, okay, ich bin auf der richtigen Spur scheinbar oder ne, auch andere sehen das so. Und deswegen, für mich war das auch so, manchmal ging es mir wie dir beim Lesen so dieses so, ist doch ein bisschen flach oder was soll das jetzt oder das passt jetzt gar nicht. Und wenn man dann so ein bisschen hinten dran schaut und dann vielleicht auch aus der Zeit heraus nochmal ein bisschen guckt, ist ja auch so ein Thema gewesen, also das mit diesen Anschlägen, das kam ja erst in der Zeit so auf, gerade in Europa. Und dahingehend, aber auch da sind wir wieder in so einer Übergangszeit. Ne, das kam dort gerade auf. Also das mit dem Terror sowieso erst dann seit 2001 in dem Ausmaß, dann die unterschiedliche Art und Weise von Terroranschlägen. Und im Endeffekt, finde ich, spiegelt das Buch eigentlich sehr gut wider, wie wechselhaft die 2000er sind, wie viel wir doch im Umbruch sind, wie schnell es geht, wie die Generationen ihre Konflikte, ihre Themen haben, voneinander lernen oder lernen könnten, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gegeneinander, dann wieder miteinander. Du hast auf einmal eine neue Art von Bedrohung. Ja, es ist ja auch eine andere Art des Gegners auf einmal. Also ich finde, das Buch spiegelt ziemlich gut wider, womit wir uns seit, weiß ich nicht, 2010 rumschlagen und was gesellschaftlich sich so auch alles tut. Ich habe eine Frage, ihr dürft mich gerne spoilern, aber soweit ich weiß, bleibt Hodges ja weiter dabei in der Trilogie, richtig? Ja. Ja. Ja, die heißt auch Bill Hodges Trilogie. Ja. Ja, und jetzt frage ich mich, warum. Weil es wäre eigentlich jetzt mit dem Herzinfarkt eigentlich, ich meine, seien wir ehrlich, ich hätte das sehr ungern gelesen in der aktuellen Situation, aber der Herzinfarkt wäre eigentlich eine sehr gute Lösung gewesen für einen endgültigen Generationenwechsel. Der kommt noch, Dela. Der kommt noch. Wir spoilern jetzt nicht, aber Das ist der Unterschied zwischen, ich sage euch nach der Aufnahme, die nächsten zwei Bücher macht ihr alleine, oder ich lese diesen Schwachsinn. Deswegen, wenn ihr sagt, es wird besser, dann glaube ich euch das. Ich will nicht sagen, dass die Bücher besser werden. Nein, aber es gibt einen Generationenwechsel. Ja. Das reicht ja. Es wird anders, auf jeden Fall. Okay, das reicht mir, also, dann tue ich es mir an. Mit Finders Keepers, also Finderlohn, ich habe es jetzt, wie gesagt, als Hörbuch nochmal
gehört, ich muss es aber trotzdem nochmal lesen. Irgendwie rauscht es an mir vorbei. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob mir da was unangenehm irgendwie eigentlich aufgefallen wäre in der Richtung. Der Punkt ist aber der, ja, diese Trilogie, auch dass sie Hodges-Trilogie hat, hatte ihre Berechtigung, auch der Name. Wir haben einen Generationswechsel und vor allen Dingen, so viel kann ich schon mal spoilern, es geht dann vor allen Dingen um das Verhältnis zwischen Hodges und Holly. Und das braucht es auch, um dann dorthin zu kommen, wo Stephen King scheinbar mit Holly hin möchte. Okay. Und wie gesagt, wenn es ein Abgang ist, und das ist es meiner Ansicht nach, auf die alten Detektivgeschichten, auf diese alten Detektivcharaktere, dann sei ihnen eine komplette Trilogie zum Abschied noch, ne, gewünscht. Gib dem alten weißen Mann doch was. Genau. Ich habe tatsächlich jetzt mal ein bisschen gesucht nach nicht weißen klassischen Detektivfiguren. Also, dass es Frauen gibt, das wissen wir. Wir kennen alle Miss Marple und so weiter. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich habe tatsächlich jetzt auf die Schnelle nur Charlie Chen, also einen asiatischen Detektiv, gefunden, der ja auch in Sachen Darstellung oftmals etwas fragwürdig ist. Aber ja, die meisten sind tatsächlich wirklich alte weiße Männer. Ja, die meisten auf jeden Fall, hundertprozentig. Das Problem ist, es gibt ein Beispiel, aber ich suche dieses Buch seit Jahren, weil mir weder der Autor noch das Buch mehr einfällt. Das ist so dieser ganze Kontext New Orleans, sehr viel auch mit Zombie und Voodoo und Dingen und Sachen. Und da haben wir eben auch einen schwarzen Hauptcharakter, aber mir fällt ums Verrecken nicht ein, wie das Buch heißt. Und ich suche es seit 20 Jahren. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall mehrheitlich weiß bin ich hundertprozentig bei euch. Aber es gab halt auch, weißt du, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, jetzt mal unabhängig von der Hautfarbe hin zum Geschlecht, auch da gab es ja massive Unterschiede bei den Detektivfiguren. Denk mal an Miss Marple. Ja. Im Original, in den Büchern, sie sitzt nur in ihrem Sessel und hört sich die Geschichten an anderer Leute und ermittelt darüber die Täter und den Tathergang. Sie ist nicht aktiv. Das ist eine alte Jungfrau in ihrem kleinen Kaff, in einem Sessel, die eigentlich nichts macht, außer stricken, zuhören und denken. Und das ist was anderes als bei einem Sherlock Holmes zum Beispiel. Das ist was anderes als bei Hercule Poirot, ja, die immer unterwegs sind und Abenteuer erleben. Und auch da, ne, Hodges, der viel zwar unterwegs ist und so weiter und so fort, aber jetzt kommt hier eine Frauengestalt, Holly. Ja, Holly mit all ihren Spleens, mit all ihren Liebenswürdigkeiten und also, ne, die ist anders einfach, aber unfassbar aktiv. Finde ich auch wieder so ein Zeichen hin zu, ne? Hier kommt eine neue Frauenfigur einfach, ne, oder eine neue Typ Frau in der Ermittlung. Wenn man nach den klassischen Detektivgeschichten geht, jetzt nicht, was dazwischen auch alles entstanden ist und geschrieben wurde. Gut. Wollen wir in die Querverbindungen gehen? Da kommt auch mein allerletzter Schreck drauf, ich verspreche es. Okay, machen jetzt wir. Jetzt bin ich gespannt. Erstmal die normalen Sachen. Als die Polizisten das Auto begutachten, gibt es eine Anspielung auf Christine. Dann der Täter, also Brady, trägt ja eine Clownsmaske, eine Anspielung auf den Film S. Lustig fand ich, unser Bösewicht denkt darüber nach, das Eis zu vergiften. Da musste ich sehr an den Milchmann denken und innerlich sehr lachen. Ja. Genau. Und dann kommen wir aber zu einem Problem, das ich habe, und das ist wieder das Thema Behinderung. Und ja, wir sehen das Thema Behinderung aus der Sicht des bösen TM. Gebe ich euch recht. Aber da ich ja das Gesamtwerk von King kenne und weiß, wie King Behinderung darstellt, lasse ich diese Aussage an dem Punkt und explizit nur an dem Punkt absolut ums Verrecken nicht gelten. Das behinderte Kind wird dargestellt als das Monster, das allem und jedem alle Lebensfreude raubt. Im Brief, den der Mörder schreibt, wird mehr oder weniger klipp und klar gesagt, ja, die Toten sind ja besser dran, viel beschissener haben es ja die, die durch den Anschlag gelebt sind und sowas. Okay. Und dann kommen wir zum Punkt, weshalb das eine Querverbindung ist. Denn
Behinderung ist ja entweder unerträglicher Ballast, der allen die Lebenswillen absaugt, oder sie wird simuliert, um an Ziele zu gelangen. Nämlich, dass er sich eben mit seinem Rollstuhl und so weiter, ne? Und genau dasselbe machen wir in Das Bild auch schon, als der Ehemann sich als Krüppel ausgibt. Ich hab damit ein Problem. Ein kleines. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Der Punkt ist, diese Querverweise sind mir jetzt nicht so geläufig, weil ich einfach nicht so fit bin in dem Werk von Stephen King. Das ist das eine. Das andere ist, meine Sichtweise ist halt auch durch meine Geschichte geprägt und ich habe es halt so nicht gelesen in dem Sinne. Also ich glaube, es ist nochmal aus deiner Sicht wahrscheinlich was anderes. Der Punkt ist der, ich bin ja, also meine Großmutter hat ein Kinderheim gehabt, mit einigen Kindern mit Behinderungen, mit schweren Behinderungen, teilweise sehr, sehr traurige Geschichten hinten dran und ich bin mit denen groß geworden, mit diesen Kindern und es waren gerade so in meinen ersten Lebensjahren so meine besten Freunde und es war für mich alles völlig normal. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses so, hey, das waren meine Freunde und sie sind so und es hat für mich keine Rolle gespielt. Das heißt, diese Geschichte von dem Bruder von Brady habe ich aus meiner Sicht gesehen, dieses so, oh mein Gott, wie könnt ihr nur? Dieses arme Würmchen, weißt du, was ich meine? Also dieses, der ist so in seiner Welt, aufgrund dieses Unfalls, der ja schon tragisch genug ist, ja, aber er macht da so sein eigenes Ding und ich möchte, dass dieser Satz mit dem, er saugt allen um sich rum die Lebensfreude ab, ja, und das hat der steht wirklich dort drin. Das glaube ich dir. Mich hat dieser Satz wütend gemacht auf die Mutter und den Bruder, weil das etwas ist, was ich noch nie verstehen konnte, irgendwie so wirklich. Aber ich war auch nie in der Situation, ob das jetzt Stephen King geschuldet ist. Wie gesagt, ich habe da keine Querverweise. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe es anders gelesen. Mir tat dieser Junge leid, wie mit ihm umgegangen wurde. Ja, und ich habe ihn auch als so ein Sonnenschein, er wird ja als Sonnenschein beschrieben, so habe ich ihn auch dann gesehen. Und einfach diese Mutter, die so, fern von allem, auch mit dem Satz, den du zitiert hast, wo ich einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Ich habe es aber nicht mit Stephen King in Verbindung gebracht, sondern mit der Figur. Weil den anderen Umgang von Stephen King, ich habe keinen Vergleich, darauf will ich hinaus. Richtig. Also meine Geschichte ist, ich sehe da den Sonnenschein, ich sehe eine Mutter, die absolut, oder mit ihrem Sohn, sie stiftet ihn ja an, absolut nicht nur überfordert ist, sondern auch bösartig. Und es ist eine Figur, die ein Autor halt entworfen hat, weil es gibt solche Menschen. Ja, wir hatten solche Fälle vielleicht nicht in dem Ausmaß, auch in dem Kinderheim von meiner Oma. Deswegen ist mir das bewusst, dass es so Menschen gibt und sieht man ja auch in der Welt. Aber ich habe es nicht mit Stephen King übereingebracht. Deswegen kann ich dahingehend nicht viel zu sagen, weil ich es wahrscheinlich dann da anders gelesen habe als du. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass er da proaktiv ein Arschloch sein will. Ich glaube nur tatsächlich, und das findet man gerade in den neueren Büchern nach dem Unfall massiv, dass das Thema Behinderung ihm eine absolute Scheißangst macht. Das ist Punkt 1. Das Thema Krankheit macht ihm sowieso schon immer eine absolute Scheißangst. Ich meine, wir verknüpfen nicht umsonst das Böse sehr oft mit dem Thema Krankheit. Was an sich schon problematisch ist, aber egal. Aber wie gesagt, wenn wir sehen Behinderung prinzipiell immer nur in der Außensicht, also immer nur aus der Sicht der Angehörigen. Ob das bei Friedhof der Kuscheltiere ist, als die Mutter beschreibt, wie sie ihre Schwester da sterben hat sehen. Wir haben das Thema bei Duddles, wo natürlich nur die Mutter beschrieben wird und die ja auch so furchtbar aufopfernd ist. Und die Kumpels und oh Gott, die kümmern sich und die spielen mit dem Krüppel. Das müssen so gute Menschen sein. Ich verstehe, dass du sagst, du hast den Kontext nicht. Deswegen gebe ich den dir gerade. Mhm. Danke. Ich glaube nicht, dass... Regulators, wir reden nicht über Regulators, sonst fange ich gleich wieder an zu schreien. Ja, bitte. Und eben, wie gesagt, es gibt genau zwei Ausprägungen. Entweder Behinderung ist entweder unerträglicher Ballast für alle Beteiligten, inklusive des Betroffenen, den wir aber selbstverständlich nie fragen. Oder Variante 2, Behinderung existiert nicht, sondern ist nur simuliert, um
damit irgendwas zu erreichen. Eben zum Beispiel, um in eine gesicherte Umgebung einzudringen in irgendeiner Form. Wie es eben zum Beispiel hier passiert oder in das Bild. Die einzige Ausnahme ist Wahn. Das ist die einzige Ausnahme und da ist die Behinderung das einzige Mal in der gesamten Karriere von King ansatzweise vernünftig dargestellt. Und er reißt es hier wieder mit dem Arsch ein. Okay. Wie gesagt, mir fehlen die Vergleiche, deswegen danke, dass du die gerade gezogen hast, dass ich mir da ein Bild machen kann. Und tatsächlich ist es so, wenn er Behinderung in so darstellt oder in diesem Kontext, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir es hier, wie würde man so schön sagen, tatsächlich mit einem alten weißen Mann zu tun haben. Das ist tatsächlich eine Denke, die es ja teilweise Gott sei Dank nur noch vereinzelt gibt, die aber zumindest in meinem Umfeld, ich kann ja nur aus meiner... Ja, aber unser Umfeld ist nicht normal, Julia. Ja, es stimmt auch wieder. Aber also wie gesagt, zumindest da, wo ich mich bewege, ist es ziemlich, oder auch bei mir jetzt bei der bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gab es auch dahingehend schon sehr Inklusionsbestrebungen. Mhm. Ne? Der Punkt ist der, also tatsächlich, ich erinnere mich noch gut daran, auch was meine Mutter mir so alles erzählt hat, die ist ja auch dann dort groß geworden in dem Haus, wie man gerade vor einigen Jahrzehnten noch mit Menschen mit Behinderung umgegangen ist. Ja, wie krass das gewesen ist und wie langsam das erst sich dann verändert hat und dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir sein sollten und auch könnten, was sich aber tut. Und ich glaube, Stephen King, und da gebe ich dir recht, hat scheinbar diese Entwicklung nicht mitgemacht. Nicht mitmachen können, nicht wollen, was auch immer. Aber wenn er es entweder quasi nur benutzt, so im Sinne von, es ist ein Ballast für die Angehörigen oder ist es nur ein Leid für die Person, dann hat er davon ganz ehrlich keine Ahnung. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Dann hat er keine Ahnung und dann hat er sich damit nicht beschäftigt und dann hat er seinen Job nicht richtig gemacht. Ja, hundertprozentig. Und ich meine, der Witz ist ja zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, Daddits. Er schreibt im Nachwort, er hat sich über mehrere Wochen mit dem Thema Humvee auseinandergesetzt, weil in diesem Buch über 3 Seiten mal eine Szene mit einem Humvee stattfindet. Der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere des Buches ist schwerbehindert. Damit hat er sich nicht beschäftigt, weil darauf hat er keinen Bock gehabt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht mal unbedingt ein Thema ist von alter weißer Mann, der hat diese Entwicklung nicht mitgemacht. Ich glaube, die Entwicklung wurde noch schlimmer nach dem Unfall. Weil das ist die möglich, persönliche Angst, die er eben durch seine Erziehung, durch seine wie auch immer, na, kulturellen Horizont, dies, das, dadurch, dass so kurz vor greifbare Nähe gerückt ist, glaube ich, ist dieses Phantom des Schreckens für ihn noch viel schlimmer, als es vor 30 Jahren war. Das kann durchaus sein, wenn es so einem, also vor einem schwebt quasi oder es in den Bereich des Möglichen rutscht, setzt man sich damit wahrscheinlich nochmal anders auseinander. Da kann ich mir kein Urteil erlauben, um ehrlich zu sein. Mhm. Also man hat einfach gewisse Ängste, das ist wahrscheinlich seine von mir aus, aber der Umgang damit, gerade wenn man so eine große Leserschaft hat, ist nicht in Ordnung, da gebe ich dir recht, Dela, weil gerade er hat die Möglichkeit, dahingehend auch die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Jetzt ist es an mir mal zu schreien, weil er seiner Verantwortung nicht nachkommt und er kann es besser. Genau das ist mein Problem, er kann es besser. Er kann es in sehr vielen anderen Themen sehr viel besser und er weigert sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da bin ich bei dir. So Folgendes, es ist auch so, unter dieser Prämisse, mit diesem Hintergrund, Dela, mach dich auf was gefasst, Finderlohn, okay. Und Mind Control. Okay. Da wirst du schreien müssen, sage ich dir jetzt schon. Juhu. Ja. So viel kann ich spoilern. Okay. Naja, es wird schon werden. Ja, gut, das von dem City Center, die Opfer werden beleuchtet und wie es ihnen danach geht. Ja. Okay. Möchte jemand zu dem Thema noch was ergänzen, sonst mache ich die Querverbindungen noch zu Ende? Ja, ist natürlich schwer, wieder zu den eher belanglosen Querverbindungen zurückzukommen. Aber ja, machen wir die gerade noch fertig. Die letzten 2
Der reale Mörder Dennis Rader wird erwähnt, oder Rader, ich weiß es nicht genau. Der war die Grundlage für Kings Geschichte Eine gute Ehe, die wir ja auch schon besprochen haben. Und Abra Stone, die wir aus Dr. Sleep kennen, ist Fan der Boygroup Around Here, die eben in diesem City Center dann spielt. Und wir haben eine Querverbindung nicht ins King-Universum, sondern zu seinem Sohn Joe Hill. Denn es läuft dort ein Roadie rum, der ihm dann mit seinem Herzinfarkt und so weiter hilft. Und der trägt ein Judas Coin T-Shirt. Und Jule, hast du es erkannt? Ich, ja. Ja, sehr schön. Ja, denn den ich musste kennen lachen. Wir aus Heartshaped Box. Und das habe ich ausgerechnet gelesen gehabt. Wuhu, ich wusste mal was. Ja, und wir haben nicht nur etwas zu seinem Sohn, sondern auch zu seiner Schwiegertochter Kelly Breffett. Die schreibt nämlich auch. Und eine ihrer Figuren arbeitet in einem Sony's Go-Markt. Und dieser Supermarkt taucht auch in diesem Buch mit auf. Okay. Ja, dann haben wir außerdem noch natürlich einige Male die Zahl 19. Mhm. Also allein schon bei dem Zugangscode, den er bekommt, Kermit Frog 19 oder die Entfernung zwischen Tatfahrzeug und Tatort 1,9 Meilen und so weiter. Also wir kennen das. Und eine ja besonders interessante Sache. Bill Hodges besitzt einen Lazy Boy Sessel und genauso einen hat Stan Urys in S auch besessen. Okay. Gut. Ja, dann gibt es Verfilmungen. Mhm. Ja, gibt es. Und da kommen wir nämlich auch zu den nächsten Querverweisen. Es gibt eine Fernsehserie namens Mr. Mercedes mit 3 Staffeln. Die Staffeln beziehen sich auf die einzelnen Bücher. Interessanterweise, da gehe ich dann in den späteren noch genauer drauf ein, ist Staffel 3 das zweite Buch und Staffel 2 das dritte Buch. Warum das so gemacht wurde, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist halt so. Und da haben sich die Macher auch ja inspirieren lassen und haben so ein paar King-Querverweise eingebaut. Also allein in der ersten Folge fährt Brady im Auto und singt laut das Lied Pet Sematary von den Ramones mit, das ja auf Friedhof der Kuscheltiere basiert. Und das Smiley, das Brady gerne hat, das taucht zum Beispiel im Dunklen Turm-Film auf, über den wir nicht reden. Den es nicht gibt. Genau, die üblichen Hörbücher natürlich, Deutsch, Englisch. Mhm. Wobei ich den Querfall, ich habe ja nur die erste Folge gesehen bisher. Ich hätte den Machern ja echt voll einmal links und rechts eine wamschen können, um ehrlich zu sein. Weil wenn Brady etwas macht in dem Buch, ist es vorsichtig zu fahren und nicht aufzufallen, was macht er in der Serie. Laut rumsingen und gib ihm. Ja, wo ich gedacht habe, Leute, also irgendwie, nee. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Auch wenn es ein schöner Querverweis war, ich musste ein bisschen schmunzeln, war es gleichzeitig so ein, ja, verkackt mal den Charakter. Also zu der Serie noch, man kann sie gucken. Es ist tatsächlich eine bessere King-Verfilmung. Sie haben auch ein paar Sachen geändert, vor allem das Ende. Ob es besser geworden ist oder nicht, ich würde eher sagen, nicht unbedingt. Aber ja. Jonas, du hast doch die Serie auch gesehen. Hast du Meinungen? Es ist ziemlich lange her, ich habe es geguckt, als die erste Staffel rausgekommen ist. Und ich habe mir gestern, vorgestern nochmal zumindest die Staffel, die Vorschau durchgelesen jeweils. Und ich habe echt keine Ahnung mehr. Okay. Jo, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Zitate. Und Flo, du hast ja behauptet, du hättest welche. Ja, ich habe eins. Mhm. Und zwar, es bezieht sich auf das Konzert am Ende dieser Boygroup. In der Zeitung werden Sie von der Explosion lesen, die nicht stattgefunden hat. Aber für junge Menschen sind Tragödien, die nicht stattfinden, nichts als Träume. Die Erinnerungen, das sind die Wirklichkeit. Okay. Julia? Ich habe einmal, der Eismann ist eben wie ein Kopf. Wieso? Nie da, wenn man ihn braucht. Warum? Hat mich angesprochen, weil ich habe neulich auch verzweifelt, es war eine Eisfrau gesucht für meine Patenkinder und es war so, genau in dem Moment war sie weg und dann, an der Stelle musste ich auch daran denken, so dieses so, oh, wie oft wartet man dann doch irgendwie auf einen Polizisten, ne, aus Gründen und mir kam der Vergleich. Also ich fand ihn sehr passend aus privaten Gründen quasi und das andere ist, kein richtiges Zitat, aber ich finde das so toll, wenn Holly so richtig auftritt und dann sowas macht wie, los, öffnen, öffnen, öffnen.
Ja, ich habe auch zwei. Cutting the Skin of the World and Leaving a Scar. Fand ich sehr hübsch. Und ein sehr schöner Dialog zwischen Jerome und Holly. I'm out of cigarettes too. Those things will kill you, Jerome said. She gives him a flat look. Yes, that's part of their charm. Und als letztes habe ich noch einen Satz von Brady. Shiny, happy people don't hold guns in their laps that way. Jonas? Ich habe keins. Okay. Das mit den Zigaretten hatte ich aber auch. Okay. Das fand ich gut. Schön, dass du es gebracht hast. Ja. Gut. Haben wir noch was und gehen wir in die Bewertung? Ich glaube, wir können die Bewertung, oder? Okay, dann bewerten wir von 0 bis 19. Und Jonas, fang du mal an. Du hast so wenig gesagt. Ja, ich finde, ja, man kann offensichtlich sehr viel zu dem Buch sagen, aber das ist mir vor dieser Aufnahme nicht aufgefallen. Ja, es war ein okayer Krimi, dachte ich beim Lesen. Er hat jetzt durch die ganze Symbolik, die ich nicht gesehen habe, ein bisschen mehr gewonnen, aber ich bleibe mal bei meiner ursprünglichen Bewertung von 12 Punkten. Okay. Ich muss sagen, meine Bewertung hat sich tatsächlich in der Diskussion geändert. Ich zitiere mal, was ich hier in meine Notizen reingeschrieben habe. 1 von 19, ähnlich schlimm wie Sprengstoff, aber Sprengstoff war wenigstens kurz. Ich muss davon absehen mittlerweile. Ich glaube, hätte ich diese Parallele gesehen mit den Detektivromanen und so weiter, hätte das für mich gewonnen. Ich habe es nicht gesehen. Deswegen sag ich mal, zumindest teilweise war es meine Schuld, dass ich das Buch nicht mochte. Und ein Teil davon war beschissene Übersetzung. Und deswegen bin ich mittlerweile bei 3 von 19 Punkten, aber mehr kann ich beim allerbesten Willen nicht geben. Julia. So, ich hätte dem Buch jetzt, weil ich war damals, weiß ich noch, total begeistert von dem Buch, 15 Punkte gegeben. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn es nötig ist, dass so eine Recherche gemacht wird, dass wir uns so damit auseinandersetzen und so darüber diskutieren, um den eigentlichen Inhalt des Buches, also was hinten dran abläuft, zu verstehen, dann ist es zu kompliziert für das, was es wahrscheinlich auch möchte. Also dann ist es nicht offensichtlich genug oder nicht greifbar genug und deswegen gibt es einen Punktabzug und dann würde ich ihm 12 noch geben. Warte, von 15 kommst du und hast einen Punkt abgezogen? 12, ja. 12, ja, weil ich finde das gut, ne, was da alles drin steckt, aber wenn ich es ein zweites Mal lesen musste, okay, um es zu sehen, um dann mich so damit auseinanderzusetzen, weil ich deine Schreierei bei Discord ja schon teilweise mitbekommen habe und ich nur über diesen Hut dann irgendwann gestolpert bin, wenn es das bedarf, damit man das Ganze hinten dran versteht, dann ist was schiefgelaufen, dann gibt es Punktabzug. Ja, ja. Okay, Flo, du hast das letzte Wort. Also ich hätte nicht gedacht, na, ich fange anders an. Ich habe mich vorher natürlich wieder beschäftigt, was sagen denn so andere Leute damit dazu? Außer Dela. Mhm. Außer Dela. Und ja, also man kann so auf die Rezensionen in den großen Zeitungen, den amerikanischen, wenn das Buch rauskommt, kann man nicht viel geben. Das ist immer der gleiche Scheiß. Es ist meistens eher Werbung als wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ich habe dann aber eine große Rezension gefunden, die erschienen ist, nachdem die komplette Trilogie draußen war und die sich hauptsächlich hier mit dem ersten Band beschäftigt. Und sie heißt, wenn ich übersetze, ungefähr so: Ein Klischee jagt noch schlimmere Klischees. Mhm. Und er nimmt das Ganze auseinander. Er kritisiert Sachen, die ich eigentlich mag. Also diese Bezugnahme auf wirklich Klassiker und dass er das neu zusammensetzt. Also klar, dass Brady Norman Bates ist recht offensichtlich, dass wir bei Holly zumindest in diesem Buch noch so ein bisschen grob eine Lisbeth Salander aus Die Glasens Roman haben. Okay. Theo Huxtable habe ich auch schon angesprochen. Mhm. Die namenlose Stadt, weil da haben wir auch nicht drüber geredet. Wir wissen nicht, wo das Buch spielt. Mhm. Das wird nie wirklich erwähnt. Das hat er vielleicht aus den Romanen von Ed McBain, womit wir da bei so einem klassischen Krimi-Autor wären, übernommen.
alles schön und gut. Er hat es aber solide zusammengesetzt. Das Buch hat Probleme, sonst hätten wir nicht so viel drüber geredet jetzt. Mhm. Aber ja, alles in allem hat es mir doch Spaß gemacht. Vor allem ist es eins der King-Bücher, das tatsächlich gegen Ende hin besser wird. Das haben wir selten. Ich bin derjenige, der am meisten Punkte gibt. Zwar nicht viel mehr als ihr, aber ich gebe 13 Punkte. Okay. Gut, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle für meinen Wutausbruch, aber es war wirklich ein sehr schwieriges Buch für mich. Aber ich fand tatsächlich unsere Diskussion sehr nett. Also ich habe da auch was mitgenommen. Ich glaube, ihr habt auch ein paar von meinen Punkten gesehen. Ich glaube, das war eine sehr sinnvolle Unterhaltung. Absolut. Ja. Und ich bin für deine Wutausbrüche dankbar, Dela. Das habe ich auch schon Flo im Vorfeld gesagt, weil mir geht es dann darum, rauszufinden, warum schreit der herum? Und vor allen Dingen, wenn ich es nicht so sehe, woran liegt das? Und dann, ich habe ja so Probleme dann mit Rätsel lösen und recherchieren. Ne? Also ich raste dann ja komplett aus und dann geht's ab und es wird recherchiert. Und ich glaube, da sind wir ein ganz gutes Team, weil du da in mir was anstößt, wo ich denke, okay, und jetzt wird gesucht und geguckt und dann geht's ab. Und es hat sich zumindest für mich heute sehr gelohnt und ich hatte eine Menge Spaß an der Diskussion mit dir und habe auch noch einige Dinge wieder anders gesehen oder sehen gelernt. Mhm. Manche Punkte hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, also von daher, ich fand's gut. Sehr gut. Gut, also schreib bitte rum. Dann bedanke ich mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Es war mir wie immer eine Ehre, mit und für euch zu podcasten. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, könnt ihr das gern tun. Guckt einfach in unsere Leseliste, haut uns an über die üblichen Kanäle und wir werden sehen, über was wir dann mit euch reden. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen wollt, ist das kein Problem. Sagt uns einfach Bescheid. Wir werden dann dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Ansonsten, die Julia werdet ihr in nächster Zeit öfter hören, denn einerseits bringt sie die Trilogie mit uns zu Ende, aber sie wird auch weiterhin die Family and Friends Folgen mit uns bestreiten. Und wir freuen uns sehr darüber. Ich mich auch. Sehr ja. Gefreut habe ich mich natürlich auch, dass du dabei warst, Flo. Und was möchtest du als nächstes sagen? Ich wollte nur sagen, als nächstes gibt es dann erstmal Revival, womit wir wieder in den klassischen Horror zurückkommen. Ja. Und dann geht es weiter mit Finderlohn, dem nächsten Mr. Mercedes-Buch. Oh. Okay. Und Jonas, es war mir wie immer auch eine Ehre, mit und für dich zu podcasten. Es ist schön, dass du wieder da bist. Ja, hat Spaß gemacht. Okay, und ich würde sagen, wir hören uns dann zur nächsten Folge. Genau, wie Flo schon sagte, Revival. Also in diesem Sinne, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.